Oh, ja, ja, ich hab noch nichts. Ah, musst du auf Phantom anstoßen. Prost, die Herren, Prost, Entschuldigung, Prost, die Dame, Prost, die Herren und Prost, Sven. Prost, 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 Prost. Und zweiter Versuch, willkommen beim Biertaucher Podcast 303. Heute ist der 2.5.2017 und wir können mit der Andrea zusammenstoßen. Yeah. Ah ja, super, okay. Muss er nachholen. Okay, gut. Ding, ding, ding. Wir befinden uns typischerweise beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Und heute sind ganz viele Leute da, nämlich frisch aus Berlin. Jo, ich bin der Sven. Hi. Die Andrea, die jetzt gar nicht den Mund aufmacht. Frisch aus Wien. Dann frisch aus, nicht Bielefeld, sondern Gütersloh. Bielefeld gibt es ja nicht. Ja. Alle Spezialisten wissen das. Der Kurt Kramlich aus Gütersloh. Der Kurt Kramlich. Und Karl aus Kalifornien. Dr. Karl. Horst aus Wien und Stefan. Dennis aus Engelskirchen. Yeah. Okay, wir haben zum Ankündigen Termine. Ja, Linux-Tage Wien, aber das wird wahrscheinlich sowieso zu spät sein. Datum muss dazu sagen. 4., 5. und 6. Mai. Inkludiert die Pi Days Vienna erstmals, die Python Stimmt. Days Vienna. Am FH Technikum. Hat sonst jemand von euch Termine zum Ankündigen? Yep, ab 12. Mai gibt es wieder das Friday Night Skating. Ja. Pünktlich. Und am 18. Mai neu gibt es jetzt ein Elixir Meetup in Wien. Okay. Ich muss nachschauen. Ich habe jetzt. Ich würde auch nur die Linux-Wochen ankündigen. Ja, genau. Auf Cal, Gookus.net gibt es die ganzen anderen Termine. Aber muss ich erstmal wieder reinschauen. Oh, ihr habt alle das Mobiltelefon aus? Ah ja, stimmt. Oh, bitte alle oh. Im Flugmodus gehen. Ja, ich Flugmodus. Das piept noch die ganze Zeit. Müssen wir nochmal anfangen? Auch gut. Nein, es ist auch schon wurscht. Ich schreibe es in die Shownotes dazu. Okay. Vielleicht haben wir Glück und das war keins. Also Power-Off ist nicht nötig, nur Flugmodus. Naja, ja. Flugmodus sind wir. Okay, gut. Dann frage ich, habt ihr Themen mit? Einfach das, was ihr selber erlebt habt oder worüber ihr reden möchtet. Fangen wir an beim Stefan. Ja, viele Meetups, auf denen ich war und auf die ich gehen werde und meine erste 500.000. Ich denke gerade über die 500.000 nach. Ich glaube, ich weiß jetzt, was gemeint ist. Falls wir überhaupt dazu kommen, habe ich zwei Serien, Rick and Morty und Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und eventuell auch noch Mario Kart 8 Deluxe. Ein Spiel. Ja. Linux-Tage grad gewesen. Ja, ein kleiner Rückblick. Und ich war gestern Abend noch im Kino. Guardians of the Galaxy, zweiter Teil. Oh, du hast schon gesehen. Den will ich auch unbedingt noch sehen. Gut, du hast eine tolle Konferenz und worüber kannst du sonst erzählen? Oder worüber möchtest du heute erzählen? Du, Alex, hast ja so viel. Also ich würde euch natürlich gerne was über das Passivhaus erzählen, weil ich gemerkt habe, dass ihr da unterbelichtet seid. Leuchte uns auch. Gut. Was sozusagen ganz wichtig ist, dass dieses Kenntnisse, Klimaschutz und Gebäude und so weiter, was das. Und dann habe ich gedacht, für euch Hacker ist es vielleicht spannend, auch mal zu sehen, was wir da politisch gemacht haben. Nämlich, ich habe auf meinem Rechner mitgebracht die Unfalldaten von der Stadt Gütersloh, die wir ausgewertet haben und auf einer OpenStreetMap-Karte darstellen können mit den Unfallkategorien, mit Datum, Uhrzeit, mit dem, was die Polizei zu diesem Unfall geschrieben hat. Und können damit eine strategische Verkehrsplanung anschubsen, die es noch nicht gegeben hat bisher. Das heißt, unsere Analysen. Datenvisualisierung und Aufbereitung. Genau, es ist das, was wir gemacht haben, ist besser als das, was die Polizei hat bisher an Daten. Also sind die Polizeidaten anders ausgewertet. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre ein Beispiel, was ja auch für Wien sehr spannend ist, weil ich habe einen getroffen, der Mobilitätsbeauftragter von Wien ist, der war jetzt gerade da am Praterfeld bei diesen großen Menschenmassen und hat über Mobilitätsberatung verschiedene Fahrräder vorgestellt und so weiter. Und der schreibt gerade seine Diplomarbeit oder seine Masterarbeit über dasselbe Thema. Das fand ich dann spannend zu sagen, wie passieren Unfälle in Wien zwischen Auto- und Fahrradfahren, an welchen Stellen und warum und so. Und da haben wir einiges rausgefunden.
Da bin ich sehr engagiert im Moment. Das wäre spannend. Ja. Super, ja. Die beiden Themen vielleicht. Bitte alle schön laut reden, weil wir das Mikro jetzt recht weit entfernt erfolgt. Gut, hast du uns was mitgebracht an Erfahrungen oder Analyten? Ich kann reden über, wie man einen guten Musikinstrumentlehrer aussucht. Das ist wahrscheinlich für alle ein bisschen interessant. Und sonst könnte ich erzählen, wie es war, den Sword Art Online Film zu schauen im Kino. Welchen Film? Sword Art Online. Sword Art Online? Sword Art Online. Schwertkunst Online. Okay. Okay, okay. Ja, cool, ja. Ich war auch am Linux-Tag Graz, kann davon erzählen, und ich war am Diversity-Ball tanzen, und sonst kann ich erzählen über Ziggurat, ein kleines Steam-Spielchen. Mhm. Jo, haben wir sehr viele Themen, dann würde ich sagen, Gäste zuerst, bevor sie weglaufen und nie wieder kommen. Ja. Den seltensten an. Die Kurt. Erste Stunde geht an Kurt. Zur Einleitung, ich darf den Kurt Kram nicht bekannt machen, den kenne ich nämlich von den Linux-Tagen Chemnitz, da habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal reden gehört. Du bist ein Linux-Veteran, hast einen sehr coolen Vortrag damals gehalten über Linux in einem kleinen deutschen Bundesland und genauere Kunde des Scheiterns. Ich glaube, es war Rheinland-Pfalz, kann das sein? Oh ja. Mhm. Den, ja. Über diese Erfahrung habe ich dann in einem Talk in Moskau geredet, also das hat weiter gewirkt. Okay. Und wurde verbreitet. Ja, und der Kurt macht nicht nur Linux, der Kurt macht auch, du baust auch schon sehr lange an einem Passivhaus, in dem du auch lebst, oder? Genau. Ja? Genau. Meine Frau ist Architektin und mit ihr haben wir vor 3 Jahren ein Passivhaus gebaut. Mal. Und ja, ich würde euch jetzt gerne sagen, was ein Passivhaus ist, ja. Damit ihr. Also passiv heißt, ist ja kein richtiger Werbenamen, wenn man sagt passiv. Aber der Hintergrund ist einfach physikalische Zusammenhänge. Ein Passivhaus erwärmt sich quasi selbst. Also es hat verschiedene Prinzipien und die beruhen einfach auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das erste Passivhaus in Deutschland wurde schon 1991 gebaut. Es ist also überhaupt nichts Neues, was ich erzähle. Es ist nur so, dass es halt wenig Marketing dafür gibt. Das ist so der Vergleich. Kann ich das zusammenfassen für Laien? Ein Passivhaus ist es ein Haus, das so angelegt ist, dass du möglichst wenig dazu heizen musst. Genau. Ja, also dass du größtenteils mit Sonneneinstrahlung oder mit anderen Energiequellen. Ja, das Wesentliche ist erstmal, dass du keinen Verbrauch hast. Ja. Also die Wände sind sehr gut gedämmt, dass du über die Wände nichts mehr quasi verlierst. Du hast Fenster, die sind dreifach verglast. Die haben im Jahresschnitt sind das Energie-Plus-Fenster. Also nicht Fenster, wo du mehr verlierst. Mhm. Das ist das normale Fenster, sondern ein Passivhausfenster, wo du mehr gewinnst. Dann ist das Haus luftdicht. Das heißt, es hat eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Also wenn du ein Haus jetzt die Wände und luftdicht machst, dann musst du ja die Luft austauschen, damit du da gut atmen kannst. Und wenn ein Haus eben wärmemäßig sehr dicht ist, dann spielt der Anteil der Lüftung, die du tauschen musst, eine relativ hohe Rolle, weil du über die Wände und Fenster nichts mehr verlierst. Da hast du noch eine Wärmerückgewinnung für die. Dann hast du da eine Wärmerückgewinnung, die über 90% Wirkungsgrad hat, und dann hat man schon verstanden, was das Passivhaus ist. Ist es einmal warm, bleibt es immer warm. Mhm. Weil du hast ständig durch. Also wir sind jetzt hier 7 Leute. Na? Ein Passivhaus hat eine Heizlast von 10 Watt pro Quadratmeter. Mal als Beispiel, ein Teelicht hat 30 Watt. Also mit einem Teelicht kann ich in einem Passivhaus 3 Quadratmeter beheizen. Ja? Wenn ich selber noch drin bin, ich habe eine Abstrahlung zwischen 80 und 100 Watt, je nachdem wie viel Aktivität ich habe. Und dann kommen noch alle Geräte, die da drin sind im Haus. Kühlschrank oder je nachdem, was man für Geräte hat, Licht, Lampen, alles mögliche Geräte. Sodass man so viel Abwärme hat, die dann über die Lüftungsanlage wieder zurückgewonnen wird, dass das Haus, wenn es einmal warm ist, warm bleibt. Hast du dann im Sommer das gegenteilige Problem, also dass es dir zu warm wird im Haus? Das ist dann der Fall, wenn man für die Sonnenverschattung nicht sorgt. Mhm. Also das ist genauso wichtig, für die Verschattung im Sommer zu sorgen. Das kann man architektonisch machen, indem man vorbaut, sodass die Sonne gar nicht reinkommt ins Haus, sondern nur die tiefstehende Sonne, die man im Winter haben will. Oder man hat außenliegende Jalousien, so wie bei uns. Ja.
Und ganz grob, wenn ich jetzt sozusagen auf die grüne Wiese ein Einfamilienhaus stelle mit 100 Quadratmeter Nutzfläche, und um wie viel teurer ist das für mich, wenn ich das als Passivhaus ausführe, gleich schon von Anfang an von der Planung her? Das hängt davon ab, welchen Architekten du findest und welche Handwerker das machen. Okay, also ja? Von da aus für. Je kleiner das Gebäude, desto teurer. Weil sozusagen, da spielt auch ein physikalisches Gesetz eine Rolle, nämlich das Volumen-Oberflächen-Verhältnis. Ja. Und Einfamilienhäuser sollte man sowieso verbieten. Die sollten keine mehr gebaut werden. Wir haben keine Flächen mehr dafür zur Verfügung. Ja? Wir haben viel zu viel in der Welt schon betoniert. Also der Schnitt ist jetzt so, dass wir pro Quadratmeter schon ein Kilo Beton haben, weltweit gemessen. Und das ist fürchterlich. Also wir müssen eigentlich mit dem Bebauen sofort aufhören. Also du meinst dichter, also mehr Familienhaus sollte es sein? Mehr Familienhäuser oder eben altes Gebäudesubstanz sanieren. Und auch da ist es so, dass man bisher dachte, das geht nicht. Aber es gibt schöne Beispiele, wo man ich nehme jetzt ein Beispiel aus Freiburg, meiner Heimat, ein 15-stöckiges Wohnhaus, 15 Stockwerke hoch mit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Wohnungen da drin waren, jedenfalls viele, viele Wohnungen da drin. Das wurde 1970 gebaut und wurde jetzt vor 3 Jahren zu einem Passivhaus saniert. Man hat gesagt, es geht gar nicht. Ja? Man kann das nur im Neubau machen. Es wurde gezeigt, es geht, und das Spannendste daran ist, das sind Sozialwohnungen. Jetzt wird es sehr spannend. Also ein Passivsozialhaus? Nein, es ist ein Passivhaus, welches warmmietenneutral ist. Das ist mir auch wichtig, wenn ihr das versteht. Die Miete hat immer 2 Bestandteile. Es ist die Kaltmiete, die man pro Quadratmeter bezahlt, und es ist das, was man an Heizkosten und Warmwasserkosten hat. Das ist die Warmmiete. Und nein, das kommt oben drauf. Das kommt oben drauf, okay. Die Summe ist die Warmmiete. Okay. Das ist, und wie heißt dann das, nur Warm? Also Kaltmiete plus? Kaltmiete plus die Aufwendungen, die du hast für Warmwasser und Heizung. Okay, ja. Ja, die Nebenkosten, die manchmal viel größer sind als die Miete selber. Wenn, und was heißt jetzt kaltmietenneutral? Warmmietenneutral heißt, dass früher haben die Leute sehr viel bezahlt für die Kaltmiete. Wenig bezahlt für die Kaltmiete und sehr viel für Heizung und Warmwasser. Und jetzt bezahlen sie dasselbe, ja, aber wohnen in einem modernsten Komfort. Einem Passivhaus mit Lüftungsanlage und allem zusammen. Das heißt, die zahlen dasselbe Geld wie vorher. Nur nicht mehr Kaltmiete, sondern als Warmmiete. Also sie zahlen dann insgesamt weniger, oder ist die Warmmiete jetzt kleiner worden? Nein, sie zahlen insgesamt dasselbe wie vorher auch. An den Kosten für die Leute hat sich nichts geändert. Nur an der Aufteilung der Vermieter. Nur die Aufteilung. Ja, klar, die Aufteilung ist jetzt anders. Aber die Leute wohnen jetzt zum gleichen Geld in dem modernsten Standard. Ja, das ist sozusagen. Das ist das Größte, was man sich vorstellen kann, was man erreichen kann. Ja. Ah, ja. Ja, und also bei mir zu Hause, ich habe, wir sind ein Dreifamilienhaus, du warst ja mal da, hast es ja gesehen, und ich habe im ganzen Haus seit 3 Jahren überall Messgeräte. Ich messe Feuchtigkeit, Temperatur, CO2-Werte und vergleiche die und weiß genau, wie das Haus funktioniert, und es funktioniert besser als vorher berechnet. Ja, soweit würde ich erstmal lassen. Oder vielleicht stellt er Fragen dazu. Das wäre vielleicht. Wir kommen uns vielleicht auch noch zurück. Du warst ja auch auf einem Kongress heute in Wien? Genau. Letzten Freitag und Samstag war der internationale Passivhaus-Kongress. Das ist das größte Treffen weltweit von den Passivhaus-Spezialisten oder Entwicklern. Und es waren 1200 Teilnehmer. Und die waren aus 60 Ländern, also das ist für Wien natürlich ein großes Highlight. Deswegen waren auch eine ganze Reihe von Ministerien und so weiter da zur Begrüßung. Und Wien ist auch nicht schlecht, was Passivhaus angeht, weil es gibt mehrere Vorzeigeobjekte, die wirklich sehr gut sind. Und um mal eine Zahl zu sagen, es gibt ungefähr 66.000 Passivhäuser in Europa. Und 18.000 davon stehen in Österreich. Das heißt, Österreich ist insbesondere in Vorarlberg, ja, Innsbruck zum Beispiel. Der Entwickler des Passivhauses, Wolfgang Preis, kommt aus Darmstadt in Deutschland. Der hat jetzt eine Professur seit einigen Jahren in Innsbruck
in der Universität für Bauphysik. Und das wirkt sich aus sozusagen? Das wird, ja, die haben ihn quasi dahin geholt. Ich finde es schade für Deutschland, weil er der führende Kopf ist. Aber er hat dort schon unglaubliche Dinge bewirkt. Also in Innsbruck gibt es eine riesige Siedlung mit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Wohneinheiten, alles im Passivhaus. Die sind wirklich, und dann gibt es, ein Passivhaus kann man eben bauen in alle möglichen. Man kann eins aus Stroh bauen, aus Holz, aus Stein, aus... Ja, das geht alles. Es geht immer nur um das physikalische Prinzip. Bau das Gebäude so, dass du weniger als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und pro Jahr, also KWH, genau, hast. Ich meine, das ist ein sehr interessantes Thema für mich, dass ich und meine Familie bauen werden, bald ein Haus bauen. Mhm. Und es sollte auch nicht sehr klein sein. Und ich wollte fragen, wie ist das mit Luftfeuchtigkeit? Das ist für mich, wenn ich habe alte Klaviere und die brauchen eine genaue Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Grad, Prozent meine ich. Mhm. Und wie ist das mit deinem Passivhaus grundsätzlich? Das ist jetzt eine Frage, also ein Passivhaus ist im Winter eher zu trocken, weil sozusagen auch das, was man, die Luft ist im Winter trocken, sehr trocken, und die ständige Lüftung sorgt dafür, dass es relativ trocken wird. Im Passivhaus braucht man nicht mehr lüften, also man kann die Fenster aufmachen, da passiert gar nichts. Aber man macht sie nicht mehr auf, weil man sozusagen das eben schön warm haben will. Aber brauchst du dann Luftbefeuchter? Oder? Das gibt inzwischen, also das hängt davon ab, welches Gerät man verwendet für die Wärmerückgewinnung. Mhm. Inzwischen gibt es weit verbreitet die Geräte, die auch die Feuchtigkeit zurückgewinnen. Okay, ja. So dass man, also das wäre dann das Gerät, was man da braucht. Aha. Wo man die Feuchtigkeit zurückgewinnt. Ja. Und wenn es passiv gebaut ist, hat es auch bessere Schallisolation? Oder ist das wichtig für die Klaviere? Das ist sehr wichtig. Naja, also erstmal Schallisolation. Es wird sehr häufig, Passivhäuser werden an Straßen gebaut, weil man das Fenster nicht aufmachen muss, weil die Fenster dreifach verglast und schon sowieso schalldicht sind, weil über die Lüftungsanlage die Luft sozusagen, übrigens, die kommt auch gefiltert. Das heißt, die Luft im Passivhaus ist besser als draußen. Mhm. Weil du ziehst dir die ganzen giftigen und schmutzigen Stoffe, ziehst du dir nicht in die Lüftungsanlage rein, du hast einen Filter, die das draußen halten. Ja. Und schalldicht ist jetzt ein anderes Thema, das hängt davon ab, was du meinst. Es gibt Schall, der sich hier über Luftwellen bewegt. Es gibt aber auch Körperschall. Das heißt, wenn du Klavier spielst, überträgt sich das über die Betondecke, wenn du Beton hast, nach drüben oder so. Ja. Das heißt, da muss man, das hat aber nichts mit dem Passivhaus zu tun, sondern da muss man über Schall beim Bauen nachdenken. Ja. Also ich meinte so, die Geräusche von draußen, dass die nicht reinkommen und dass die Geräusche von innen nicht rauskommen. So ja, das ist normalerweise gegeben. Ja. Also ich spiele Saxophon in der Band und ich spiele ziemlich laut. Ja. Das hörst du draußen aber nicht. Also wenn du so ein Passivhaus hast, hast du eigentlich inklusive auch einen recht guten Schallschutz. Du hast einen relativ guten Schallschutz wegen der Fenster und wegen der Dämmung, ja. Und wenn man kann es von allen Materialien, so man kann es auch aus Stahl, Beton oder so bauen. Ja, klar. Ökologisch würdest du Holz nehmen, als Dämmmaterial würdest du Altpapier nehmen, Einblasdämmung, kostet nichts, super wirksam, und du würdest im Dach zum Beispiel 40, 50 cm Dämmung nehmen. Und dann hast du auch den schönen Effekt, dass im Sommer das kühl bleibt. Ah. Ja. Also im Sommer ist es so, dass die Anlage hat, also unsere Anlage zu Hause hat noch einen Erdwärmetauscher vor der Lüftungsanlage. Also bevor die Luft getauscht wird, gibt es noch einen Erdwärmetauscher. Da kommt die kalte Luft im Winter und wird über einen Wärmetauscher, über eine Flüssigkeit, die in der Erde in einfachen Wasserrohren zirkuliert, wird sie hochgehoben von minus 10 auf plus 3 oder sowas, sodass die Anlage dahinter nicht gefrieren kann. Mhm. Das heißt, im Winter hebe ich die Temperatur an und im Sommer mache ich genau das Gegenteil. Wenn dann die Luft mit 30 Grad kommt oder mit 35 Grad, dann kühle ich die auf um 5 Grad, um 7 Grad runter, indem ich die Wärme in die Erde wieder reinschiebe. Aber mit einer Heatpumpe, Wärmepumpe halt. Nein, das ist gar keine, in dem Fall ist es gar keine Wärmepumpe. Es ist nur eine Flüssigkeit, die über einen Wärmetauscher geht. Ah, okay. Ohne Pumpe. Also es ist nur eine Pumpe, die die Flüssigkeit pumpt, aber keine Wärmepumpe. Das ist nochmal andere. Also die meisten Passivhäuser heute haben eine Wärmepumpe.
aber für die Warmwasser. Aha. Warmwasser ist ja, hat nichts mit Passivhaus erstmal zu tun. Es geht um Inhalte. Okay, wir haben gerade Hunger, wir machen eine Pause. Damit auch die anderen essen können. Ja, damit die anderen essen können. Okay, nach der Pause geht's weiter. Mikrofon wieder zurück in den Helm. Achso, du nimmst schon auf? Ja, ja, ich nehme schon auf, ja. Okay, und Fortsetzung? Kurt Garnich zum Thema, warum man Passivhäuser verwendet? Oder? Ja, genau. Ja. Was ist eigentlich der Grund, warum wir das machen? Der Grund ist, dass wir einen Klimawandel haben, der das Überleben der Menschheit gefährdet. Mhm. Und der Gebäudebestand... Durch die niedrigeren Heizkosten schützen jetzt aktiv das Klima, sagst du? Genau. Also der Bestand ist so, dass er, je nachdem wie man es berechnet, ungefähr zwischen 30% und 40% der Energie geht nur zum Beheizen für Gebäude. Mhm. Das heißt, und das nur deshalb, weil die Gebäude so schlecht sind. Wenn man jetzt den Energiestandard auf ein Passivhausniveau anhebt, dann ist es relativ leicht, aus dem Passivhaus ein Energieplushaus zu machen. Und hast du damit auch schon Erfahrung mit Plus-Energiehäusern? Ja, ja, klar. Dann brauchst du nur noch eine Photovoltaikanlage. Mhm. Und dann hast du im Jahresschnitt mehr Energie gewonnen, als das Haus selber verbraucht. Mhm. Und das ist sozusagen die Richtung, in die es gehen muss. Wow. Und wir können das ja für Österreich mal schnell rechnen. Wenn man sagt, das CO2 soll für alle gleichmäßig genutzt werden. Da muss man erstmal zurückrechnen von der Beginn der Industrialisierung. Wir haben bereits schon so und so viele Tonnen CO2 in die Atmosphäre reingebracht. Wir fangen nicht bei Null an. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die letzten Monate und die letzten Jahre waren die heißesten Jahre, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Das heißt, der Klimawandel ist schon im Gange. Und wir haben jetzt noch ungefähr 1000 Gigatonnen CO2 Platz, wenn man das Ziel von Paris erreichen möchte. Ja, nur jetzt ganz grob 1000 Gigatonnen. So. Was bedeutet das für Österreich? Wenn man die Bevölkerung misst im Vergleich zur Weltbevölkerung, hat Österreich gerade mal eine Promille, also ein Tausendstel. Anteil an der Weltbevölkerung. Anhand der Weltbevölkerung. Und wir sagen, wir wollen jetzt gleiche Rechte für alle. Also hat jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, sozusagen die gleiche Menge CO2 auszustoßen in die Atmosphäre. Die ist aber schon voll. Die Atmosphäre wird von uns als Müllkippe betrachtet und die ist quasi schon voll. Und der Rest, den wir noch reintun können, um das 2-Grad-Ziel noch zu halten, was in Paris beschlossen wurde, ist eben diese 1000 Gigatonnen. Das würde bedeuten für Österreich eine Gigatonne, ein Promille der Bevölkerung, eine Gigatonne. Wenn man das umrechnet, was das bedeutet für Transport, Wohnen, Produktion, Ernährung, dann ist es so, dass man sozusagen ab dem Jahre 2030 bis 2040 ungefähr, allerspätestens, darf überhaupt keine fossile Energie mehr in Österreich verwendet werden. Also ihr habt das richtig gehört, keine mehr, kein Auto mehr, was mit fossiler Energie läuft, kein Haus, was fossil mit Erdöl, Erdgas oder Kohle oder beheizt wird. Ja? Das sind die Anforderungen, wenn wir überleben wollen. Und danach sieht es noch gar nicht aus. Deswegen ist ein Riesendruck und das Passivhaus ist eine mögliche Lösung dafür. Ja. Weil du jetzt sagst, ich habe noch eine Frage zum Passivhaus und dann eine andere. Wenn ich das richtig vorhin kapiert habe, ein Passivhaus bedingt eine mechanische Lüftung. Ja, ja, genau. Das heißt, kann das jetzt sein, dass ich in meinem Passivhaus ersticke, wenn es einen Stromausfall gibt? Nee, dann die mechanische Lüftung nicht mehr geht. Dann würdest du, erstmal müsstest du gucken, das ist eine typische Passivhausfrage. Ja. Weil du könntest jetzt mal schauen, wie häufig ist der Strom ausgefallen. Und dann könntest du schauen, warum machst du da nicht das Fenster auf? Also ich merke es ja. Also ich würde sagen, wenn der Strom ausfällt, geht deine Heizung in keinem Haus mehr, egal in welchem Haus du wohnst. Dein Licht geht übrigens auch nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Nachbarn schneller kalt wird, der kein Passivhaus, als bei dir, ist relativ klar, weil dein Haus so gut gedämmt ist.
Also bei dem wird es schneller kalt. Und wenn du frische Luft brauchst, machst du das Fenster auf. Und wenn du genug hast, okay, machst du es wieder zu. Also ich kann nicht im Schlaf ersticken, wenn ich nicht merke, dass das Licht aus ist. Nein, da müsstest du ja in einer ganz kleinen, winzigen Plastiktüte wohnen. Aber ich sag mal so, im Schnitt ist das, was heute zu gebaut wird, ja, schon viel zu groß. Okay, ja. Das heißt, ein Hauptproblem des heutigen Konsums und Luxus ist es, dass die Wohnungen viel zu groß gebaut werden. Also zu viel Platz verbrauchen. Und ja, zu viel, genau. Energie. Wenn eine Wohnung heute 160, 170, 180 Quadratmeter pro Person hat oder für zwei Personen oder sowas, muss man gucken, was neu gebaut wird. Das sind riesige Dimensionen. Das muss alles beheizt werden. Mhm. Das heißt, es gibt in Zürich zum Beispiel die Entscheidung, dass man versucht, für Zürich eine 2000-Watt-Gesellschaft zu schaffen. Mhm. Und einer der größten Einflussfaktoren ist die Größe der Wohnung. Das heißt, die versuchen, von 60 Quadratmetern im Schnitt auf 40 Quadratmeter runterzukommen, wenn neue Wohnungen gebaut werden. Und dann das intelligent zu machen, dass man sozusagen nicht, dass der Einzelne schon eine Wohnung hat, die klein ist, aber dass in jedem Haus Gemeinschaftsräume gibt. Ja, also intelligent. Genau, dass du sozusagen auch mal ein Gästezimmer hast. Wenn du Gäste hast, kannst du jemanden im Gemeinschaftsraum oder im Gästezimmer unterbringen und dass nicht jeder das Gästezimmer auch noch mit hat und so weiter. Eine andere Frage jetzt noch, weil du gesagt hast, also das CO2-Reduktion ist eine und Passivhaus sind eine Möglichkeit, den Klimawandel aufzuhalten. Siehst du vegetarisch oder vegan sein auch als Möglichkeit, speziell auf den Klimawandel, oder spielt das Ja, natürlich. Ich bin schon 35 Jahre Vegetarier. Also du bist Vegetarier? Ich bin Vegetarier und auch, ich kann auch sagen, warum ich nicht Veganer bin, wenn das von Interesse ist, aber ich will mal sagen, warum ich Vegetarier bin, weil die meisten, also ich bin Vegetarier aus politischen Gründen. Mhm. Und ich bin auch, ich habe Entwicklungssoziologie studiert und ich bin Vegetarier geworden, als ich kapiert habe, wie das deutsche Schwein mehr Kaufkraft hat als der Afrikaner auf seinem Feld. Also du kriegst sozusagen mehr Nahrungsmittel. Also für die Schweinefleischproduktion in Deutschland wird Soja und Tapioca aus Afrika und Südamerika importiert. Damit das kräftig wächst, nimmt man den Bauern das Gelände weg, die darüber eine Eigenproduktion früher hatten. Sondern das sind große Konzerne, die sozusagen jetzt Soja in großen Massen anbauen. Da die Natur dafür nicht vorgesehen hat, dass es eine Monokultur von Soja gibt, braucht man Pestizide. Mhm. Die muss man in Deutschland wieder kaufen. Und Düngemittel, die kauft man auch in Deutschland. Es passiert Folgendes. Pestizide, Düngemittel gehen nach Südamerika, Brasilien meinetwegen. Soja und Tapioca kommt nach Deutschland zurück, kommt auf Schiffen, wird verladen, wird direkt vom Schiff dann auf kleinere Schiffe, Vechta zum Beispiel, da riecht man, wenn man mit der Autobahn, wenn man da vorbeifährt, kommt dann direkt in Ställe, wo 1 Million Schweine sind, in einem Stall, ja. Weil 1 Million Schweine sich nicht vertragen, werden die prophylaktisch, wird ihnen die Schwänze abgeschnitten und sie werden prophylaktisch geimpft mit Stoffen, die dann bei dir nicht mehr wirken, wenn du Schweinefleisch isst, wenn du zum Zahnarzt gehst. Antibiotikaresistenz kommt damit. So, und dann, das ist nicht das Ende, sondern dann kommt die Gülle. Und die Gülle ist so massiv, es gibt quasi nur eine Pflanze, die so viel Gülle aushält, dass man Dämme um die Felder herum baut, die so damit hoch sind, dass man sozusagen die Gülle da reinkippt. Mhm. Und der Mais ist die Pflanze, die das aushält. Mhm. Das heißt, es gibt riesige Maisfelder. Das Problem ist aber, dass das nicht da bleibt und nicht in den Mais übergeht, sondern ganz viel ins Grundwasser. Und das Grundwasser enthält dann Nitrate, die so hoch sind, dass ein Baby dieses Wasser nicht mehr trinken kann, weil es sonst an Blausucht ersticken kann. Und dann muss diese Plastikwasser kaufen. Dann müssen die das Wasser kaufen oder wie auch immer. Das heißt, es gibt eine Güllebörse, wo man die Gülle weltweit hin und her schickt, also in Niederlande und in Norddeutschland jetzt wohl in der Nähe. So, und dann der nächste Punkt ist, dass diese Schweine dann transportiert werden. Ja. Das heißt, die haben keinen Auslauf und so weiter, die werden transportiert und werden dann, also hier bei uns in der Nähe, 20 Kilometer von Gütersloh, wo ich wohne, ist die größte Schlachterei von Europa. Die schlachten jeden Tag 20.000 Schweine
und nochmal zigtausend Rinder mit polnischen Arbeitern, die so als Selbstausbeutung das machen. Und das ist, hatte einen riesigen Einfluss natürlich auf die Atmosphäre. Mhm. Weil mit einem Kilo Schweinefleisch könnte ich theoretisch, ich weiß die Zahl nicht mehr, mit Sicherheit 10 oder 20 Menschen ernähren, wenn ich das Getreide gleich essen würde und eben nicht erst am Schwein verfüttern. Nicht erst am Schwein verfüttern und den ganzen Unsinn. Das waren für mich die Gründe, da auszusteigen. Also, sagen wir, das sind hauptsächlich ökologische Gründe. Ja, das sind ökologische Gründe und ja auch politische Gründe. Ja. Und erst später kam es dazu, dass wenn jetzt jemand Schweinefleisch kocht, dann kriege ich Brechreiz, da muss ich rausgehen. Das war aber man, früher war das nicht so. Ja, das ist der Zusammenhang zu. Okay. Da hast du also jetzt die Wohnungen haben wir, jetzt haben wir die Ernährung, ganz großer Faktor. Jetzt haben wir noch das Thema Verkehr. Und was machst du? Hast du da persönlich für Konsequenzen gezogen in deinem Leben? Also ja, ich habe einen Fahrer. Das ist der Busfahrer im Bus. Das ist mein persönlicher Fahrer. Der fährt mich jeden Tag zur Arbeit. Und ich kenne die alle persönlich inzwischen natürlich, wenn man jahrelang mit dem gleichen Bus fährt. Und dann fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Oder ich fahre eben Fahrrad. Und eine der Du hast gar kein individuelles Auto? Doch, ich habe noch ein Auto, weil ich auch, ich bin ja an der Volkshochschule noch beschäftigt und ich habe manchmal Abenddienste, die bis spät, also bis 10 Uhr oder später gehen und dann ist die Verbindung zu schlecht und die Entfernung mit dem Fahrrad etwas zu weit. Ja, dafür habe ich das noch. Und ja, ich versuche da so wenig Kilometer damit wie möglich zu fahren, aber das Auto ist von 1990, Euro Norm 5 damals. Also ist zum Glück kein Diesel, sonst wäre ich jetzt auch sozusagen damit noch mehr betroffen. Aber was ich sagen wollte ist, der Mobilitätsbereich ist einer der schwierigsten Bereiche, zumindest in Deutschland, den umzustellen. Und wir haben in unserer Bürgerinitiative eben eine Verkehrswendegruppe. Und wir haben diese Verkehrsanalyse gemacht, aber vielleicht erzähle ich das nachher im zweiten Satz. Mach mal eine Runde und wir kommen zurück zu dem Thema mit der Verkehrsanalyse. Thema Verkehr. Ja, super, genau. Ja, danke Kurt, voll interessant. Stefan, lebst du noch? Jupp. Ja. Magst du ein paar Themen beisteuern? Jupp. Schmeiß ich ein paar rein in die Runde. Andrea, du meldest dich, wenn du was zu sagen willst. Ja? Nicht, dass man dich... Ja, passt. Einige nette Meetups habe ich in den letzten Wochen besucht, okay, die ich empfehlen kann. Für Android-Entwicklung das Android Heads Meetup. War jetzt das erste Mal dabei, war bei Spock. Das ist eine Firma, die in Österreich angesiedelt ist, Konkurrent zu eBay. Okay. Die sich gerade momentan bei der Jugend ziemlich durchsetzt. Mich überrascht, weil ich die vorher gar nicht kannte. Haben einige und die heißen Spock oder? Spock heißt es. Spock. Aber nicht Spock wie der Vulkanier, sondern Spock. Mit SCH. Nein, S-H-P-O-C-K. Spock. Das ist so das neue coole IBF-Thema, ja. Und da hängen war das gehostet und war sehr nett. Das Meetup findet einmal im Monat statt. Anderes Meetup. Habe ich zuerst schon gesagt, kommt neu ab 18. Mai das MGLX-Meetup mit Vorträgen und Netzwerking nachher. Dann ein weiteres Meetup, wo ich jetzt war, Elasticsearch. Gibt es jetzt auch eine Meetup-Gruppe in Wien, die wieder im Prinzip betrieben wird mit Vorträgen von Elasticsearch-Entwicklern. Ich habe auch gelernt dabei, dass wir in Österreich einige Angestellte von der Firma Elastic arbeitend haben. Das habe ich nicht gewusst, also die arbeiten remote. Das war ganz nett. Und ebenso die Radical Server Unit im MetaLab. Da erklärt sich der Titel nicht selber. Achso, stopp, die kenne ich sogar. Das ist ein Meetup zum Thema Self-Hosting. Also wenn man seine Daten nicht Konzernen in den Rachen werfen will, sondern wenn man sie selber auf seiner eigenen Hardware betreiben will, dann geht man zur Radical Server Unit. Radical Server Unit. Genau, findet auch einmal im Monat statt, ist immer am dritten Donnerstag im Monat im MetaLab in Wien. Und sag, warst du nicht auf einem Podcast-Treffen? Yep, ich war auf einem Podcast. Machst du davon erzählen? Ab, weil es wieder eins gegeben hat, also wir haben wieder eins veranstaltet. Wieder mit netten Vorträgen,
gleich mit stinkenden Eiern lobe. Ich habe geredet über das, was man in einen Feed hineinschreiben sollte und was man nicht reinschreiben sollte. Wird es in den nächsten Tagen auch ausführliche Shownotes dazu geben. Der wurde nicht aufgezeichnet. Aber es gibt Sketchnotes dazu und es gibt Slides dazu, wo das alles explizit aufgeführt ist, was man in einen Feed reinschreiben sollte. Wir haben einen neuen Podcast, auch einen Yoga-Podcast in Wien, da wurde darüber geredet. Also wieder ein hübsches Programm gegeben und gibt es dann wieder so in etwa zwei Monaten. Also das ist das nächste geplant. Alle 2 Monate, genau. Und was sollte man beim Biertaucher-Podcast somit im Feed ändern? Als nächsten Verbesserungsvorschlag hätte ich die Kontributoren und Kontributoren-Tags zu verpacken. Ja, das wollte ich dir eh fragen, wie ich das genau mache. Das findest du zum Beispiel in diesen Slides. Ja. Aber bitte, ich erwarte Eigenlob, wir sind jetzt Chapters, oder? Ja, und die funktionieren auch. Ne? Achso, stimmt. Ja, ja, wir sind schon gecheckt. Also man kann jetzt von einem Thema, wie man freut, aufs nächste springen. Ja, und auch schon auf der Homepage seit einem Jahr ungefähr. Ja, das ist schon ein Jahr. Ja, aber nicht im nur auf der Seite, nicht ja. Nicht im Player kommt das. Jetzt das aber auch. Also das auch. Und in Kürze eben, wenn wir gesagt haben, Linux-Wochen. Ja. Wer mehr über meine erste 500.000 erfahren will, diese 500.000 bezieht sich auf die Episoden, die jetzt im Panoptikum drin sind. Ich weiß das. Jetzt sind es über 550.000 Podcast-Episoden schon in der Datenbank. Und wer da rundherum einiges mehr erfahren will, gibt es am 5.5. einen Talk dazu, wo ich über die Hintergründe erzähle. Und 3 am Nachmittag, wenn es nicht noch verschoben wird, am Freitag im Technikum von Wien. Das ist über Panoptikum. Das ist über Panoptikum. Du hast eine 500.000 Episoden jetzt drin, verteilt auf 10.600 Feeds. Oh, okay. Und bei dieser 500.000 Episoden sind unsere 303 Biertaucher Podcast-Folgen drin. Nein, nur 302. 302, okay. Also die heutige. Ja, wir sind ein Teil der 500.000. Genau. Mhm. Ja, aber nur ganz, ganz wenig. Ja. Jo, Dr. Ich wollte sagen, okay, ja, ich rede über, wie man eine gute Musikinstrumentenlehre, das heißt ein Klavierlehrer oder eine Geigenlehre oder was immer. Also, damit ich das richtig kapiere, du bist Konzertpianist, genau. Und hattest spontan das Bedürfnis, einen guten Instrumentenlehrer zu finden? Nein, aber du spielst doch selber Geige. Klavier. Spielst du nicht Geige auch? Ja, ich spiele auch. Nein, ich wollte nur erklären, dass ich das Leute mich auffassen, die fragen, wie finde ich eine gute Klavierlehrer? Wie finde ich einen guten Klavierlehrer? Ja, genau. Du, okay. Oder wie weiß ich, soll ich Klavier eher nehmen, X oder Y oder Geigenlehrer oder was immer. Ja? Für Kinder zum Kinder Beispiel, oder mit Erwachsenen, es ist egal, welche Art. Okay. Im Prinzip also ist es bitte, gleiche, Dr. Karl, zum Thema, wie findet man einen guten Klavierlehrer? Ja, naja, wie sucht, es geht nicht um, wie man es findet, sondern wie man sucht. Wie man sich entscheidet, ob diese Person gut oder schlecht ist. Zum Beispiel, du siehst 4 oder 5 Klavierlehrer und du bist wie, welche soll ich nehmen? Verstehst du? Gehen die vorunterrichten oder lasst du da so ein... Massentermin bei einer Wohnung, was alle unterrichten dürfen? Es gibt manche Eltern oder so, die wählen den Lehrer aus von, wie diese Person Klavier spielt. Ich rede von Klavier, das ist so, ja. Klavier spielt oder wie die Studenten, Schüler spielen oder an welche Institutionen diese Person arbeitet oder am... Credentials. Ja, diese Person arbeitet in der Wiener Musikschule oder Universität oder was immer. Ja. Und ich finde, das erste wichtigste Sache ist, wie diese Person oder die Schüler von dieser Person spielen. Dass wenn man jemanden aussucht, soll man zuerst entweder anhören beim Konzert, wie diese Person spielt oder die Schüler. Das ist in meiner Meinung egal, wenn es gibt die Schüler, soll man die Schüler anhören. Wenn die Schüler alle gleich spielen, ist es zum Beispiel ein schlechtes Zeichen. Aber wenn du grundsätzlich magst, wie die Schüler spielen, findest, dass es gut ist, dann ist es ein Zeichen, dass es eine gute Lehrer ist oder die richtige Lehrer ist. Und wenn du findest, die fad und scheußlich und schrecklich, dann nicht.
Das setzt aber voraus, dass du ein bisschen ein Gehör hast oder ein Gefühl. Naja, ein bisschen, aber ich meine, ich rede jetzt im Sinn von für Leute, die sich gar nicht auskennen. Okay. Ja, das ist nicht ein Thema für, ich meine, hier am Tisch sitzen auch keine Musiker, also ich würde sagen, oder? Nur Schlaginstrumente. Ja, aber ich meine, wirklich, like, okay. Das also ich, dein Tipp ist, auf die Schüler vom Lehrer schauen und wie die spielen und ob sie alle gleich spielen, das ist eher ein schlechtes Zeichen. Ja, oder wie die spielen, die Schüler und der Lehrer selbst. Wenn der Lehrer selbst gut spielt und du gehst, zum Beispiel, du bist nicht eine Musiker auch und du hörst zu und denkst dir, oh, der Lehrer spielt schön, das ist gut. Wenn der Lehrer spielt schier, das ist schlecht. Mhm. Verstehst du? Das ist wie... Dadurch, dass wenn du oder dein Kind dort studierst, dann wird es am ersten so ähnlich. Gibt es einen Daumen mal Pi-Regel für einen akzeptablen Stundensatz des Klavierreglers, für Klavierlehrers für Einzelstunde? Eine akzeptable, well, ich würde sagen, das komme ich ein bisschen später. Okay, das ist drückt sich. Nein, die Preise, dadurch, dass es hat mit deiner. Nächster Teil der Thema, ja. Die erste Sache würde ich sagen, wie der spielt, wie die Studenten spielen. Wenn die total verkrampft ausschauen oder der Lehrer verkrampft ausschaut, ist es schlecht. Okay. Ja, wenn es Schmerzen macht, ist es falsch. Oder wenn es zu verspannt ist, ist es auch falsch, ja. Die zweite Sache, die zweitwichtigste Sache, würde ich sagen, eher Zeichen gut oder schlecht, ist die Level von Ausbildung, würde ich sagen. Es ist nicht so ein Fall bei anderen Berufen, aber bei das ist auch nicht der Fall so viel bei Popmusik wie bei klassischer. Dadurch, dass klassische, die prüfen ab jede Stufe. Wenn du einen Bachelor machst, Konzertfach und so weiter, wirst du genau geprüft. Und du hast geredet von Preisen. Ja? Mhm. Die schlechteste Art, allerschlechteste Art, einen Lehrer auszusuchen, ist über die Institution. So, wenn ein Lehrer, du suchst aus, okay, ich will nehmen jemanden von der Musikschulen XY Wien oder von Niederösterreich und ich nehme jemanden von dort und denke mir, ja, es ist gut, oder ich nehme eine, die unterrichtet an der Musikuni oder sowas, das ist die absolut schlechteste. Das ist alle meine Lehre. Du sagst, das sagt bedeutet nicht viel, wo er unterrichtet. Ja, das ist überhaupt nichts sagend und es gibt sehr viele Fälle, man soll nicht die Lehre aussuchen nach die Institution, sondern die Institution nach dem Lehrer. Das ist für alle betroffen von untersten bis höchsten. Und das geht mit dem Preis zusammen, dadurch, dass eine Musikschule, zum Beispiel in Pachtelsdorf, weiß ich genau die Nummern, sind circa 400.000 bekommen die von Tuition, das die Eltern zahlen. Im Jahr. 600.000 bekommen die von Niederösterreich und 800.000 bekommen die von der Gemeinde. Und dann bekommen die auch die Räumlichkeiten, glaube ich, ohne Miete. Und das heißt, eine private Lehre muss viel mehr, um die saubere Sache zu machen, viel mehr verlangen. Also weil er seine Miete selber zahlt. Und wenn du zum Beispiel, ich weiß, dass wenn du in eine Musikschule hingehst, wenn du eine zum Beispiel, ich sage wieder Perkelsdorf, dass es sehr klar ist, wenn man ein Kind hinschickt, der im Dorf wohnt und ist unter 15, zahlt man, ich glaube, 60 Euro im Monat. Im Monat oder sowas. Und wenn es ist über 24 und nicht von der Gemeinde, kostet es 150 oder sowas. Ja? Und ein Privatlehrer bekommt kein Steuergeld und keine von diesen Sachen gratis. Ist dementsprechend teuer. Ja, es ist dann... Dafür kommt er vielleicht zu dir, ne? Ja, das passiert. Ich meine, wenn es ist auch so, ich meine, zum Beispiel ich und meine Frau vertreten manchmal in Musikschulen und dann wechseln Leute zu uns und das sagt sehr viel über die Musikschule, dadurch, dass die Musikschule ein Viertel der Preis ist. Sage ich nur. Okay, danke Karl. Die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler, ist das nicht auch ausschlaggebend? Das ist auch wichtig, aber das ist nicht einfach, dass man prüfen kann, bevor man sich trifft. Das ist, ich meine, ich rede, ja, das ist sehr wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich meine, bevor man überhaupt sich trifft mit dem Lehrer, kann man schon anhören, ob es irgendetwas gibt. Und man kann zu einem Schüler vor Abend gehen und das ist dann eine gute Art, irgendwie zu wissen. Und dann, was sehr wichtig ist, es soll nicht eine, ich sag so, man soll kein Arschloch als Lehrer haben.
Das ist meine Meinung. Es ist nie gut, einen Arschloch als Lehrer zu haben. Okay. Ich habe nie diese Erfahrung gemacht, dass ein Arschloch gut ist für Lehrer. Wenn die spielen gleich und wenn die verschwinden, ist es schlecht. Aber wenn es so entspannt und wenn es eine gute Atmosphäre generell gibt, dann ist es ein gutes Zeichen. Kurt, kannst du kurz anschließen? Du spielst Saxophon. Ja. Wie hast du dir das beigebracht? Ganz allein oder hattest du einen Lehrer? Ich hatte ab und zu Lehrer und ich habe auch jetzt einen Lehrer immer noch. Ja. Und der scheint dann auch gut zu sein. Wie hast du den ausgesucht? Also ich kannte den vor vielen Jahren schon. Und dann gab es eine Möglichkeit, dass er einen Auftritt hatte bei einer Ausstellungseröffnung. Und danach haben wir uns verabredet und geguckt, ob wir zusammenpassen oder nicht. Und ich glaube, im Saxophon spielt noch etwas eine große Rolle, was für einen Ton das Instrument macht, ja. An dem Ton des Instruments. Saxophon ist relativ leicht zu lernen. Das ist quasi, du hast die Klappen, kannst du Tonleiter spielen und so. Der Anfang ist ganz leicht, aber dann wird es sehr schwer. Ach, wie bei Klavier? Also, ja, kann sein. Weil sozusagen der Dann-Entscheid fängt es an. Also ich höre am Ton, ob du entspannt bist, ob du Stress hast, ob du. Das höre ich alles an dem Ton. Und es gibt ja Leute, die haben sich jahrelang eingesperrt, um ihren eigenen Ton zu finden. Also etwas metaphysisch gesagt, der Sinn des Spielens ist, den Ton zu finden. Das ist ein kleines Wortspiel, aber sozusagen Coltrane hat sich 2 Jahre irgendwo eingesperrt. Und jeder Saxophonist wird sagen, ganz klar, das ist Coltrane, der da spielt. Du kannst ihn hören, weil sozusagen diese Kombination, was das Instrument reflektiert sozusagen deine eigene Körperhaltung. Ja. Du hast sozusagen das Instrument hier ist nachgebaut dem, was du hier innen hast. Du hast hier das Volumen und dann je nachdem hast du im Kehlkopf oben oder unten, hast du wie viel presst du, welchen Druck wendest du, dann reagiert das ganz sensibel. Und das macht letzten Endes den Sound aus, der da rauskommt. Und den Lehrer, mit dem ich menschlich verstehen wir uns so gut, wir haben auf mehreren Demos schon zusammengespielt und wir hatten keine Zeit abzustimmen, was wir jetzt machen. Mhm. Und es hat einfach geklappt. Also wenn wir improvisieren zusammen, ich spiele hauptsächlich Jazz und wir improvisieren zusammen und wir verstehen uns so, dass wir nicht sagen müssen, jetzt bist du dran, sondern du hörst das an dem, was ich mache, dass er weiß, jetzt kommt er und dann wechseln wir ab. Einer hält sozusagen die Grundstruktur der Akkorde durch und der andere tanzt da drauf rum. So. Und ich spiele in der Band auch. Wir sind 4 Saxophonisten. Einer ist jünger als ich sonst. Also die Band heißt Kellergeister und wir spielen so ab und zu mal bei Geburtstag oder so, bei Ausstellungen. Das heißt, du Auftritte? Dann haben wir auch Auftritte. Ja. Da haben wir dann ein breites, also nicht nur Jazz, sondern auch Klassik und Bach und Ihr habt nur die 4 Saxophone in der Band? Ja. Also, okay. Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Ein übliches Saxophon-Quartett. Ja. Aber wir müssen halt auch den Rhythmus selber halten. Mhm. Ja. Das ist schon. Aber ich finde das, ich meine, du hast ihn ausgesucht, weil du ihn so gekannt hast und dann gehört hast auch im Konzert. Ja. Und das ist, finde ich, der richtige Weg, wie man einen Lehrer sucht. Ich wollte auch sagen, oft gibt es diesen Unterschied hier, dass manche denken, man ist ein Musiker oder eine Musiklehrer und das finde ich nicht so eine gute. Das kommt von, ich meine, in Amerika ist es nicht so häufig, dass ich das viel von meinen Lehrern, die haben dann Studenten bekommen beim Konzert. Mhm. Die Leute haben gehört und sind gekommen. Aber hier ist das Problem oft, die Leute haben die falsche Einschätzung, dass ein Musiker nicht gut unterrichten kann und das ist nicht immer richtig. Das ist manchmal der Fall, aber ich finde, eine gute Musiker, es gibt auch viele Musiker, die auch gut dir etwas beibringen können. Dass man soll nicht denken, dass eine gute Instrumentallehrer und ein guter Musiker entgegengesetzt sind, wie es viele Leute diese Fehler machen. Also bei mir ist es wichtig, dass wenn wir üben, dass er sehr streng ist, ja? Weil ich will meine Fehler, die ich selber nicht höre, die muss er mir sagen. Ich will nicht hören, dass ich gut bin. Ja? Das weiß ich schon selber. Also brauche ich keinen Lehrer, aber sozusagen zu hören, ganz genau, ob ich das genau spiele. Und dann geht es erstmal darum,
auch das zu spielen, was da steht. Mhm. Und erst wenn ich das genau kann, dann improvisiere ich darüber. Mhm. Oder dann fange ich an, das selber zu betonen, wie ich das meine. Aber sozusagen genau zu wissen, was da steht. Und ja, und dann, ich kann noch eine wichtige Sache sagen, die immer wieder vergessen wird, die aber Grundgesetz ist. Wer übt, wird besser. Ja, das ist so wichtig, ja. Und das ist gerade, ja, das Witzige ist, dass man das glaubt, im Alter würde das nicht stimmen oder das hätte keinen Wert. Das ist alles dummes Zeug. Ja, ich habe intensiv angefangen zu spielen, jetzt vor 5 oder ja, irgendwas, in hohem Alter. Ja. Ja. Und ich werde wirklich jedes Mal besser. Mhm. Und ich kann das beweisen, ja, ich kann das spielen, also... Jetzt komme ich, im Moment komme ich in eine Phase, wo ich plötzlich ganz viele Sachen auswendig spielen kann. Ja. Das war mein Ziel. Ich möchte das, was ich im Kopf habe. Mhm. Und jetzt ist es so weit, dass ich teilweise nicht mehr sagen kann, was ich gespielt habe. Mhm. Ja. Und du sagst einfach, spiel das, und dann spiele ich das. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Mhm. Ja, sozusagen, es ist... Mhm. Und beim Improvisieren ist es sozusagen eine Sache, die ich auch gerne weiter erzähle, ist, folge nicht dem ersten Impuls, auch nicht dem zweiten. Warte auf den dritten. Also du hast sofort eine Idee, was du spielen willst. Sag ich, ja, schöne Idee. Warte noch ein bisschen. Es kommt nämlich eine bessere Idee. Also nicht loslegen. Das kommt auch mit der Erfahrung. Und das kommt mit der Erfahrung. Und auch die Stille auszuhalten. Mhm. Und nicht so viele, die improvisieren, meinen, sie müssen die ganze Zeit spielen. Das ist ganz falsch. Mhm. Ja. Die gute Improvisation besteht aus Pausen. Ja? Mhm. So, das sind so Sachen. Ja, ich finde, man soll auch unbedingt einen Lehrer haben, der übt. Das finde ich sehr wichtig. Also der selber übt? Oder der selber übt. Sehr wichtig. Es gibt so viele, ich sage wieder Musikschullehrer, die sagen, oh Gott, ich habe so viele Jahre meine Instrumente nicht angefasst oder sowas. Das ist schlecht. Gehört. Man soll üben und der Lehrer soll auch üben, finde ich. Weil ich das, wenn man auch gut spielen kann, dann versteht man auch die technische und wie man etwas macht. Und man kann leichte Sachen auch spielen mit dem falschen Weg. Aber man kann nicht so schwierige Stücke oder schwierige Sachen so weit machen. Auf die falsche Weg. Du weißt wahrscheinlich noch, dass ich Tai-Chi-Lehrer bin, schon 30 Jahre, oder? Nein, Tai-Chi ist mir neu, dass du das auch machst. Ja, also ich bin schon 30 Jahre unterrichte ich Tai-Chi an der Uni auch. Und ich mache auch Tai-Chi mit dem Instrument. Also mit dem Saxophon machst du Tai-Chi? Genau. Das heißt, ich habe zum Beispiel vor einem Spiegel beim Spielen und dann schaue ich auf meine Finger. Okay. Und wenn ich Stress habe, dann machen die Finger so. So. Ja. So. Also du spreizst die Finger viel zu sehr ab. Ja. Wenn ich dann anfange, mich zu entspannen und üben, dann wird der Finger nicht mehr gehoben, sondern die Feder des Ventils hebt den Finger. Okay. Und das ist ganz anderes Spielen. Ja. Und wenn ich Stress habe, hohe Töne oder irgendwas anstrengendes spiele, dann fängst du an, hier zu verkrampfen. Okay, dann muss ich den Kehlkopf loslassen. Ja. Ja, und das sozusagen, ich mache mit dem Instrument Entspannungsübungen. Mhm. Das ist sehr gut. Aber dieses können jetzt nur Saxophonisten machen? Oder du sagst, du unterrichtest Tai Chi? Ich unterrichte Tai Chi. Aber die Prinzipien. Die Prinzipien sind dieselben. Ah, okay. Nein. Ich sage, Tai Chi kannst du bei jeder Bewegung, die du machst, anwenden. Mhm. Ja, Und jetzt, weil wir hier sind und ich ja auch wieder weg bin, dann noch das ganz Verrückte, was ich seit einem halben Jahr mache. Ich übe auf einem Trampolin. Mhm. Mit Saxophon? Ja. Also, damit ich das jetzt richtig visualisiere. Du hüpfst auf einen Trampolin, spielst dabei Saxophon und entspannst dich. Schaust dich im Spiegel an. Genau. Wow. Genau. Ja, und jetzt? Leider kann ich das nicht machen. Ich will es auch gerne machen. Piano. Pass auf, ich zeig dir, was du da herausfinden kannst. Ja. Erstmal, es ist ein spezielles Trampolin. Ja. Es ist nicht das, was weit verbreitet ist mit Stahlfedern. Die sind viel zu hart. Ja. Stahlfedern haben nur so einen kleinen Weg. Ja, ja. Ja? Sondern ich habe ein spezielles Trampolin, Marke wird es nicht genannt, das hat so einen Weg. Also einen langen Hub sozusagen? Ganz langen Hub. Das heißt, es ist so weich. Okay. Und ich hüpfe auch nicht, sondern ich schwinge nur so.
Also du verlässt nicht das Trampolin wirklich? Also nein, ich, mit nein, den Füßen auf den ich mache nur ganz leichte Schwingungen. Okay, ja. Resonanzfrequenztreffen also. Genau. Und jetzt passiert Folgendes. Was ich als erstes gemerkt habe, ich dachte immer, ich weiß, was gerade stehen heißt. Ja? Ich unterrichte ja Tai Chi. Ja. Aber wie habe ich Saxophon gespielt? So. Ah ja. Also was du so, hast, und ich habe auf dem Trampolin so gespielt und dann macht der Ton wow, 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 wow. Ah, und dann habe ich, oh, habe ich mich gerade hingestellt und der Ton war, obwohl ich so gemacht habe, weil meine Haltung, deine Körperhaltung, meine Körperhaltung, auf dem Trampolin so lernst du die Körperhaltung. Diese Impulse, die du bekommst für das Nervensystem, die sind so, dass du immer aufrecht sein willst. Das heißt, siehst du jetzt, wie ich gerade sitze, wenn ich davon erzähle, dein Rücken, Bauchmuskulatur, alles wird richtig gerade. Ja, und wenn du dann so gerade Haltung hast, bist du auch offen. Ja. Ist auch beim Singen und Klavierspielen. Genau. Ja, und dann beim Saxophon sowieso. Und das ist sozusagen das Verrückteste dann. So, und jetzt hast du schwere Stellen, rhythmisch schwere Stellen. Beim Saxophonspielen. Beim Saxophonspielen. Ja. Und dann machst du das mit dem Trampolin, fängst du mit deinem eigenen Rhythmus an, diese Stellen zu üben. Ganz langsam. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Extrem wichtig. Alle wollen immer ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und ich sage immer, mach es so langsam, bis du es 10-mal, 15-mal fehlerfrei gekonnt hast. Ganz langsam. Und dann fangen erst mit dem Tempo an. Ja, das sind so die verrückten Ideen. Weil ich hier in Wien bin, mich keiner kennt, hier kann ich das ja. Ja, und das ist nicht üblich, dass Saxophonisten am Trampolin üben. Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Meine vier Musiker, es ist sehr wichtig, entspannen und richtige Haltung ist extrem wichtig. Das ist, das kann man als Musiker, kann ich meistens innerhalb von einer Minute sehen, wie gut oder schlecht jemand ist, nur von wie die stehen im Instrument. Ja. Und manchmal, ich brauche nichts sehen, wie jemand Klavier spielt. Ich muss nur sehen, wie diese Person geht. Und ich kann sie sagen, wie ihr Klavier spielt. Also wenn er bucklig geht, meinst du? Ist schlecht, ja. Das ist, oder wenn er so geht. Ich weiß nicht. Wie, dann Quasimodo, ja. Oder es ist beim Klavier wie Quasimodo, dann ist es auch extrem schlecht. Das, oder normalerweise mit Klavier braucht man nie die Schultern heben. Das braucht man sowieso nie. Schultern heben ist immer ein Symbol von Angst. Ja. Weil du hast hier die verlässlichste Stelle, ne? Das lernst du beim Tai Chi auch. Du ziehst du sofort hoch. Du hast keine Schlinge um den Hals. Ja, du ziehst Stress hoch und du kannst den Leuten ansehen, wie viel Stress sie haben. Ja. Je mehr Stress sie haben, desto weiter oben sind die Schultern. Ja. Deswegen kannst du dir selber immer sagen, lass deine Schultern runter. Lass deine Schultern runter. Ja, das ist sehr wichtig beim Klavierspielen. Wenn man die Schultern hebt, dann kann man nicht die, man kann es nicht wirklich kontrollieren mehr. Man kann nicht mehr die, hat man nicht mehr die Gewicht. Ja, spannend. Ich habe nicht gedacht, dass wir heute Abend zu dem Thema kommen. Nächste Woche rede ich dann über eine Studie über Bäume, Kängurus bei Musikern. Das ist mir nämlich gerade eingefallen. Ja, ich meine, man denkt oft, Musik ist so eine künstlerische Sache, aber es gibt auch einen körperlichen Aspekt, das ist sehr wichtig ist. Ich meine, auch wenn man Computer benutzt, soll man auch schauen, dass man nicht... Man sollte auch beim Computerspielen gerade sitzen. Computerspielen, ganz kurz sogar. Heute bei Golem gab es eine Rezension zu einem bestimmten Produkt, und zwar zu einer Tastatur, und zwar zu einer, die zwar noch produziert wird, aber sie haben sich eine gebrauchte von 1992 besorgt, und zwar der Modell M von IBM. Eine 7-seitige Rezension über das Modell. Über eine Tastatur. Ja, von 1992. Sie haben eine gebrauchte. Ich habe eine von 1990 zu Hause. Und lass mich raten, die ist gut weggekommen. Oder? Oh ja, die ist sehr gut weggekommen. Mit den echten Federn drin, meinst du? Richtig, Buckling Spring, genau. Ja, ich habe auch eine, da kann ich auch jemanden mit totschlagen. Ja. So schwer ist die. Ja. Weil da eine Metallplatte unten drin ist. Genau. Ja. Und die ist auch, wie du vorhin meintest, beim Saxophon, nicht den Finger zurückheben, sondern lass man die Taste machen. Oh, das ist wichtig, beim Klavierspielen soll man nicht die Finger heben, das ist ganz falsch. Ja. Man soll das Klavier, die Tasten, die gehen von selbst zurück. Man lässt die einfach zurückkommen von selbst und man ist nicht im Weg. Ja. Dadurch,
Das, wenn man es zieht, ist hinauf, ist tolle Aufnahme kriegst du heute zusammen. Ja. Vollkommen ungeplant. Ja. Deswegen sind Laptop-Tastaturen noch nicht so gut. Ja. Ah, okay. Ja, ich meine, ja, irgendwann werde ich eine seriöse Tastatur kaufen. Modell M gibt es bei Willhaben zum Teil. Ah, okay. Das ist die, wenn ich eine Tastatur kaufen würde, das ist die, die du empfehlen würdest. Die, ja, ja, aber dadurch, ich weiß, dass du ein Gamer bist, die ist dann nicht so empfehlen mehr. Da würde ich dann auf eine Sherry mit Blue Switch oder sowas. Ja. Stefan, hast du was, was dir am Herzen liegt? Nichts, was gerade drauf passt. Nichts, was drauf passt. Sonst mache ich kurz weiter, weil ihr vorher über Musik geredet habt. Kann ich so etwas Ähnliches machen als unmusikalischer Mensch. Richtig. Ich war nämlich zwar nicht musizieren, aber ich war tanzen, ja, auf einem Ball. Und Wien also hat auch außerhalb der Saison im Februar nicht so viele Bälle, aber es gibt so circa ein, zwei pro Monat. Und ich war am Diversity-Ball erstmals. Und das kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Er ist zwar nicht ganz billig, aber das Schöne am Diversity-Ball ist, dass er nicht so wie andere österreichische Bälle dieses verzopfte und leicht von der Monarchie kommende und von diversen sehr konservativen Gruppen geprägte Ballgehabe trägt. Also viele Bälle, da laufen Couleur-Studenten herum. Oder sind Couleur-Student? Ein Couleur-Student, die haben so Schmisse im Gesicht. Oh, die! Was? Schmisse? Ja, so vom Fechten. Die fechten so und sind eigentlich für die deutsche Wiedervereinigung. Also wird Burschenschaftler? Burschenschaftler, ja, geschlagene Burschenschaftler. Die findet man manchmal auf Bällen oder andere, zum Beispiel der Jägerball ist ein typisches Beispiel, wo halt sehr konservativ. Akademikerball? Das ist überhaupt ganz cool. Ja. Warst du da? Nein. So aufsächlich gehe ich nicht. Und jetzt andere Bälle sind nicht so schlimm, aber es ist halt doch, sie übernehmen sehr viel von ihrem Habitus, von diesen eher konservativen Sachen. Und der Diversity-Ball ist halt anders. Der läuft so, dass da sehr viele Rollstuhlfahrer sind, sehr viele Leute mit Down-Syndrom, sehr viel Behinderte, sehr viel Schwule und Lesbische, sehr viel also die fühlen sich also auch angesprochen. Die gehen Ball. Alle auf diesen Ball, der ist okay. Extra für die, wird auch wird auch gesponsert und es ist sozusagen ein Ball, der hat das Motto, wie bunt und divers die Gesellschaft ist und sein kann. Ja? Und trotzdem ist er sehr lustig, oder vielleicht gerade deshalb, er war im Kursalon Hübner und im Stadtpark, also es ist ein kleiner Palast im Stadtpark, wo man oben eine Terrasse hat und stehen kann. Und er war jetzt für einen Ball recht klein, es hat nur unten eine Tanzfläche gegeben mit Live-Musik und aber sehr viele Show-Einlagen. Und dann oben im Dachgeschoss war eine riesige Art Disco mit Live-Konzerten. So man hat zwei Flächen gehabt zum Tanzen und dazwischen diverse Bars. Und im Freien hat man auch so sein können. Und, ja, aber es war extrem viel Show auch drinnen. Diverse wo die Leute defiliert sind und das beste Kostüm prämiert wurde oder so. Also Leute waren auch sehr schrill und bunt angezogen. Und es war eine weibliche Schublattler-Truppe. Es waren zwei Männer haben den mit einem Walzer eröffnet, also zwei Herren im Frack miteinander getanzt, sieht man auch selten. Und da war eine indische Band von so Kindern waren das eigentlich, die sagen würden. Indischen Tanz vorgeführt haben. Es waren sehr viele Damen in Trachten von verschiedensten Herrenländern. Also es war sozusagen ein Entwurf, wie Österreich eigentlich sein könnte, wenn es sich ein bisschen anstrengen würde. Wie es ist. Also möchte ich das hier sehr empfehlen. Diversity Bar. Aha, klingt gut. Musste ich nur lernen, wie man tanzt. Ja, das brauchst du auf dem Ball nicht einmal, weil sehr wenig Platz zum Tanzen war unten. Und speziell, wenn du auf einer Tanzfläche dir teilst mit zwei Rollstuhlfahrern und manche haben dann auch noch multiple Behinderungen gehabt und dann sehr zum Erregtsein angefangen und wurden von ihren Begleitern dann da im Rollstuhl gedreht. Die haben sich sicherlich riesig. Das heißt, es war mehr, wie soll ich sagen, ja, sehr, sehr eng. Aber es war auch so zum Beispiel, dass ich wurde natürlich auch fest gerempelt und es war nie jemand böse, weil jetzt halt irgendjemand reinrempelt beim Tanzen. Über den super. Fuß gefahren ist. Genau, ja, eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Aber Tanzen ist nichts für ein Karl, das ist eher was für musisch begabt.
Das war auch Körperhaltung und Taktgefühl. Also möchtest du Plätze tauschen, damit du ihm eine hinter die Löffel gehst? Ich bin schon begabt. Nein, ich meine, es ist nur, okay, ich hatte mal das Problem, dass ich hatte mal Unterricht mit Walzer tanzen, ja, aber ich habe amerikanische langsame Tänze gelernt und dann habe ich versucht, mit meiner Frau zu tanzen. Und das hat nicht funktioniert, dass ich wollte wie eine Walzer tanzen. Mit der eigenen Frau tanzen ist immer schwierig. Ja, ich meine, langsamer Walzer, amerikanischer Stil und Wiener Walzer, das sind zwei Tänze. Das eine ist ein Dreivierteltakt und das andere ist ein... Auch ein Dreivierteltakt, aber anders. Eine ist eine, in einem Boxdance, ich weiß nicht, wie man sagt, eine quadratische Tanz. Boxdance. Wo man geht so ding, ding, ding. Also so tanzt am Fleck praktisch und bewegt sich nicht viel. Ja. Ja, und dann der Wiener Walz ist anders, ja. Ja, und dafür braucht man Platz. Ja, und dann war Wiener Walzer auf Bällen ist eh sehr schwierig, außer dann um 3 Uhr früh, wenn du wirklich Platz hast auf der Ja. Einfach links rum. Ja, eh, aber man tanzt aus Tradition. Wir konnten es mal, es ist mal geklappt bei uns, wie wir den Wohnzimmer aufgeräumt haben, meine Klaviere waren noch nicht da. Klaviere oder Walzer tanzen? Ja, dass ich zu viele Klaviere habe. Nein, nicht zu viele, aber sehr viele. Kurt, eine Frage. Hat Gütersloh eine Tanzkultur? Also gibt es in Gütersloh einen Ball, wo die oberen 10.000 dann tanzen, oder ist das eher... Gütersloh ist ja berühmt-berüchtigt für Bertelsmann, ne? Ja, liest man da. Das ist ja schon sozusagen Hormon und so. Hat jetzt erstmal ganz viele... 600.000 Euro gespendet für die Grundschulen, damit die Tablets bekommen. Sehr, sehr. Woher gut, ja, sollen denn die Kunden für RTL 2 kommen in 10 Jahren? Eben, so wollte ich sagen. Danke, ne? Es hat nichts mit freier Software zu tun und nichts mit wirklichem Lernen zu tun, sondern es hat, ja gut, aber das... Second Screen. Ja, ansonsten gibt es mehrere Tanz... doch. Mehrere Tanzschulen. Mhm, da wird gerne schon getanzt, so ja. Mhm. Aber jetzt, da habe ich relativ wenig erfahren. Okay. Du warst heute auf einer Passivhaustagung. Ja, Samstag. Ja. Und du hast aber gesagt, du hast eine interessante Straßenverkehrsunfallstatistik gemacht, genau, von Gütersloh. Kannst du von der erzählen? Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass der Klimawandel uns bedroht. Ja. Und eines der schweren Lernprozesse, vor denen wir stehen, ist ja die Mobilität. Mhm. Und da würde ich als erstes theoretisch sagen, etwas, die Wiener haben wieder riesen Vorteil, denn sie haben einen der besten Theoretiker, was Mobilität angeht in Wien. Knoflacher? Der heißt Knoflacher, genau. Hermann Knoflacher. Und Hermann Knoflacher hat in einem Vortrag mal etwas über Mobilität gesagt und ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen, weil er das sehr knapp gesagt hat. Jetzt habe ich eine klare These dazu. Wir sollten nicht mehr von Mobilität sprechen, weil Mobilität ist ganz positiv besetzt. Und das Denken der Politik sagt, mehr Mobilität, umso besser. Mehr Mobilität ist gut. Wir müssen schauen, wir müssen Straßen bauen, wir müssen alles bauen, mehr Mobilität. Richtig heißt, übersetzt heißt es Erreichbarkeit. Also Mobilität durch Erreichbarkeit ersetzen. Ich möchte einkaufen können, ich möchte etwas einkaufen, ich möchte die Musikschule besuchen, ich möchte, ja? So, ich möchte einen Musiklehrer haben oder sowas. Dann kann es aber sein, dass es am besten ist, man findet einen Musiklehrer im Ort. Mhm. Ja. Sozusagen, man muss nicht, was passiert, wenn man Straßen baut, ist, dass diese Möglichkeiten sich erweitern. Und jetzt auch eine ganz wichtige Sache, die, wenn man die verstanden hat, revolutioniert das Denken. In den letzten 100 Jahren bestand der durchschnittliche Wege pro Tag 3,5 Wege. Das hat sich nicht geändert. Also du machst 3,5 Wege im Schnitt pro Tag. Mhm. Nur früher waren die klein. Waren das insgesamt vielleicht 19 Kilometer oder 10 Kilometer. Heute sind das Hunderte. Mhm. Das heißt, durch die Möglichkeit der Straßen wurde sozusagen die Dimension, und durch das Fliegen wird es noch schlimmer. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst heute, ist ein Flugzeug benutzen, wenn du
wirklich dafür willst, dass deine Enkel keine Überlebenschancen mehr haben, benutze ein Flugzeug, ja? Das ist so schleichend, das wichtig. So, und was wir jetzt gemacht haben, nochmal zurückzukommen, wir haben gesagt, wir wollen, dass die Leute vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Mhm. In Gütersloh. In Gütersloh. Das ist ganz konkrete Politik, sozusagen überlegen, wir wollen das machen. Dann haben wir einen Antrag gestellt, dass zwischen Gütersloh und Bielefeld, das sind nämlich ungefähr 20... Also ist nirgendwo. Genau, ist nirgendwo. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Ja. Und die Abschätzung von uns und die Statistikdaten haben relativ deutlich gesagt, dass wir, wenn wir einen Radschnellweg zwischen diesen beiden Zentren hätten, würden ungefähr 2.000, 2.500 Leute sofort jeden Tag diesen Radschnellweg benutzen. Und das sind aber zwei Städte, die jetzt entfernt sind. Also es ist nicht 20 Kilometer. Nein, 20 Kilometer entfernt. Das sind dazwischen. Und es gibt ganz viele, die in Bielefeld wohnen, in Gütersloh arbeiten, und viele, die in Gütersloh wohnen und in Bielefeld arbeiten. Und der Berufsverkehr. Ja. Hätten wir ungefähr 2000 oder mehr Leute erwischt. So, dieser Antrag wurde abgelehnt vom Rat der Stadt. Wir hatten den Antrag gestellt, weil das Land Nordrhein-Westfalen angefangen hat, Radschnellwege zu fördern finanziell. Okay. Die haben das Gesetz geändert, dass ein Radschnellweg in Nordrhein-Westfalen ist eine Landesstraße. Damit muss für die Pflege und Wartung und den Bau muss das Land bezahlen, nicht mehr die Stadt, nicht mehr die Gemeinde. Eine ganz wichtige Sache, aber die Stadt Gütersloh hat sich nicht durch. Die haben das nicht gemacht und die Politik hat gesagt, ja, es gäbe so viele Probleme mit den Radwegen in der Stadt, da müsste sich jemand drum kümmern. Dann haben wir mal bei der Polizei angefragt und haben von 2011 bis 2013 uns die Unfalldaten geben lassen. Du kommst zum Bierdorfer Podcast? Ja, ja. Hallo, grüß dich. Manfred. Du bist schon in Sendung, du bist da in Manfred, ja? Bitte? Du bist schon in Sendung. Achso. Okay. Jetzt ist gerade live aus. Setz dich einfach dazu und mach mit. Gut. Ja, schön, dass du da bist. Danke, ich musste leider nacharbeiten. Ja, haben Sie Jahre nicht mehr gesehen. Stimmt, ich habe heute extra nochmal geschaut. Coole Linux. Ja. Ja, war eine schöne Sendung. Ja, Manfred, schön, dass du da bist. Ich bin gerade am Erzählen mit dem... Bielefeld-Gütersloh sind wir gerade. Radschnellweg, den das Land finanziert. Genau, und dann haben wir uns die Polizei Unfalldaten geholt. Ja. Und netterweise die bekommen sofort. Und sorry, ihr habt das geholt, weil die Regierung von Gütersloh gesagt hat, ein Radweg ist so aufwendig zum Pflegen? Oder was war der Hintergrund, dass ihr das geholt habt? Nein, der Grund war, dass es so viele Probleme mit den Radwegen in Gütersloh gäbe. Mit Unfällen oder überhaupt? Erstmal ganz allgemeine Aussagen. Okay, ja. Dann haben wir gesagt, wir wollen uns mal anschauen, was ist denn da jetzt tatsächlich los wissenschaftlich? Und dann haben wir uns die Daten von der Polizei geben lassen, von 2011 bis 2013. Und haben das selber analysiert. Ja, und Sie haben die Daten ausgewertet. Genau. Das, also muss ich vorstellen, man bekommt eine Tabellenkalkulation und es gibt pro Jahr ungefähr 250 Unfälle. Wir haben uns nur für die Unfälle interessiert, wo ein Fahrrad und ein Auto beteiligt waren. Nicht alle Unfälle. Das sind ungefähr 250 pro Jahr. Also es waren 750 Unfälle. Und dann haben wir, muss man sich vorstellen, ein Unfall hat ungefähr 150 Spalten. So was für Daten da erfasst wurden. Genau, also ganz viel. Und wir haben nur die Spalten bekommen, wo keine Personaldaten drin sind. Weil wir keine Personaldaten brauchen für die Auswertung. Wir wollen das ja anonym machen. Und was wir dann herausgefunden haben, war spektakulär. Das wusste niemand. Aber wissenschaftlich ist das schon lange bekannt. Wir haben herausgefunden, dass 80% der Unfälle, auf denen ein Auto mit einem Fahrrad zusammen crasht, passiert auf den Radwegen. Also der Autofahrer ist in den Radweg reingefahren oder kann man es nicht so sagen? Ja, genau. Du kannst dir vorstellen, ein Autofahrer biegt rechts ab und hat den Radfahrer, der auf dem Radweg kommt, nicht gesehen. Ja. Ja? Also 80% aller Unfälle, die mit Radfahren und Autos zu tun haben, passieren auf den Radwegen, auf den Brücken. Immer an der Einfahrt, an der Kreuzung und so weiter. Ja. Der Radfahrer denkt, er ist auf dem Radweg sicher. Ja, ist er nicht. Der Autofahrer sieht ihn nicht. Mhm. Also der Standardfall ist, dass der Autofahrer rechts abbiegt und ran. So, dann haben wir diese Unfälle untersucht und von diesen 80% Unfällen waren 80% wieder der Autofahrer der Schuldige. Das würde bedeuten, man müsste, wenn man das ändern wollte, sich schwerpunktmäßig um die Autofahrer kümmern. Ja. Ja? So, und die Geschichte ist jetzt spannend, weil
damals hatten wir diese Daten, aber wir hatten keine Geodaten dazu bekommen, sondern wir konnten aus den Unfällen erschließen, wie der Unfall wohl passiert ist, wo der genau passiert ist und so. Dann wollten wir die Daten wieder haben für 2014 und dann hat die Polizei gesagt, wir bekommen die Daten nicht mehr, weil es hat den ja vermutlich nicht gefallen, was wir rausgefunden haben. Weil die Polizei und die staatlichen Organisationen haben eine Regel für den Verkehrsunfälle, die heißt Unfallschwerpunkt. Ein Unfallschwerpunkt ist aber nur eine Stelle, ganz eng markiert, wo innerhalb eines Zeitraums bestimmte Anzahl von Unfällen passiert. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich glaube, 6 Unfälle pro 3 Monate oder irgendwie sowas. Dann wird das ein Unfallschwerpunkt. Also eine Kreuzung ist zum Beispiel. Und da gibt es eine Unfallkommission, die besteht aus 25 Leuten. Die muss sich dann treffen, zwangsweise. Und dann wird untersucht, ein Schild aufstellen, Fragemark oder so irgendwas. Ja. Aber sie kann nicht erkennen, was wir herausgefunden haben. Wir haben 2 Straßen nebeneinander. Die eine sieht aus wie ein Maschinengewehr und die andere nichts. Und der Unterschied zwischen den beiden Straßen ist, hier gibt es einen Radweg und hier keinen. Und die mit Radweg war jetzt gefährlicher? Und die mit Radweg ist, Separation ist sehr gefährlich. Also es wäre besser, sie würden im Verkehr mitfließen. Sie würden auf der Fahrbahn fahren, genau. Die Fahrbahn ist so, und da steht auch in der Straßenverkehrsordnung drin. So, und jetzt war sozusagen die Konsequenz dann danach, sie wollen uns die Daten nicht mehr geben. Informationsfreiheitsgesetz, wir haben die Daten angefordert. Es gab ein Dreivierteljahr lang, hat der Datenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Kreispolizeibehörde Gerichtsurteile ausgetauscht, warum sie uns die Daten geben. Am Schluss hat er sie angewiesen, dass wir uns die Daten geben müssen. Wir haben sie aber schon von anderer Stelle gehabt. Das war nicht so schwer. Und jetzt in den Folgejahren haben wir die Daten wiederbekommen, aber mit Geodaten. Also und dann wurde besser. Und jetzt ist sozusagen der nächste große Schub, den wir gemacht haben, ist, dass wir die Geodaten benutzt haben, um das in einer OpenStreetMap-Karte zu lokalisieren. Gut, dass es dieses Gesetz gibt, nicht wie in Österreich, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Gibt es kein Informationsfreiheitsgesetz? Ja, das ist nicht sehr kompatibel mit Österreich, der Gedanke. Nein, wir sind in einer Monarchie. Es gibt schon ein bisschen was in die Richtung. Okay. Nicht so wie in Deutschland. Aber nichts. Zeitschleit ist ja auf der Welt. Jedenfalls, was wir dann programmiert haben, was ich eben ganz gut finde, wo wir jetzt in der zweiten Fassung sind, daran was zu programmieren, ist, dass wir nicht nur den Ort, sondern auch die Unfallkategorie, man muss wissen, in Deutschland gibt es über 700 verschiedene Kategorien, wie ein Unfall gekennzeichnet wird. Dazu gibt es ein Bild, was die Polizei ankreuzt. Ja. Diese Bilder sind bei der Landespolizeibehörde, die haben wir mit eingebaut. Sozusagen, wenn man auf einen Unfall klickt, kann man jetzt bei uns schon erkennen an der Farbe, war das Auto der Verursacher oder der Radfahrer. Das ist ein Farbunterschied. Und wenn man draufklickt, sieht man Datum, Uhrzeit und man sieht, wer ist der Verursacher. Der Hauptverursacher ist der von der Polizei angenommene Schuldige. Weil letzten Endes ist es ja eine Gerichtsentscheidung, aber sozusagen, ja. Und wer war beteiligt, wer ist sozusagen... Und dann gibt es noch eine Karte, wie schwer die Verletzungen waren. Gibt es Tote, Schwerverletzte, Leichtverletzte. Das können wir alles visualisieren. Und das ist, wenn man jetzt Verkehrspolitik machen möchte, eine super wissenschaftliche Grundlage, um an das Thema heranzugehen. Das ist überhaupt eine Grundlage, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Genau, weil sozusagen die Entscheidungen heute fallen ganz anders. Die fallen nämlich sehr stark nach... Ich sage jetzt mal politischen Geschrei. Der am lautesten schreit, der kriegt als zur Beruhigung einen Radweg. Weil da ein Unfall war, muss da jetzt ein Radweg her. Dann fühlen sich die Leute sicher und dann haben sie die dreifache Menge an Unfällen, weil sie den Radweg bekommen haben. Aber den Zusammenhang, den verstehen wir dann nicht mehr. Ne? Und deswegen gibt es weltweit eine Diskussion jetzt über Separation oder Nicht-Separation. Und ich war natürlich sehr aufmerksam, hier in Wien zu gucken, wie es gelöst ist, weil alles, man findet in Wien auch alles. Separation, gute Separation, schlechte Separation. Man findet Separation, wo sozusagen ein Streifen frei ist, wenn der Beifahrer die Türe aufmacht, dass der Radfahrer überlebt, ja, und ihn nicht erwischt oder eben auch nicht. Ja. Und ja, also das wollte ich nur sagen, diese Erkenntnisse sind wichtig. Man bekommt dann eine andere Grundlage für Verkehrsplanung. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil wir Leute natürlich so aufs Fahrrad bringen wollen. Ja. Und jetzt ist es so, es gibt einen riesen Widerspruch zwischen der gefühlten Sicherheit und der statistischen Sicherheit. Ja?
Ja. Die Leute fühlen sich auf dem Radweg sicher und schlafen deshalb. Sie passen nicht mehr richtig auf. Mhm. Und auf der Fahrbahn trauen sie sich nicht, weil sie denken, sie werden vom LKW, sie werden vom Auto angefahren. Wenn sie Angst haben, fahren sie ganz rechts am Rand und laden den Autofahrer ein, noch vorbeizufahren. Ja, ja, ja. Richtig ist, sie müssen mindestens 80 cm vom Rand fahren, damit sie selber ausweichen können. Und ihren Platz beanspruchen sozusagen. Genau, deutlich fahren. Und die Gesetzgebung ist so, dass der Autofahrer, der einen Radfahrer überholen will, muss 1,50 Meter Seitenabstand halten. Das macht kaum einer, aber sozusagen, das muss man wissen, weil wenn man deutlich fährt, wird man gesehen. Und gerade dann nicht überfahren. Aber so, jetzt ist die große Frage, wie schaffen wir Erfolg? Wie bekommen wir Leute vom Auto so? Und da brauchen wir einfach auch Straßen, die vollkommen autofrei sind. Damit wirklich angstfrei gefahren werden kann. Weil die Leute, die jetzt nicht Auto fahren, die jetzt nicht Fahrrad fahren oder die vielleicht sich mal trauen, Fahrrad zu fahren und die dann neben einem LKW herfahren müssen oder sowas, das machen die einmal und nie wieder. Das heißt, man muss Separation. Aber das ist nicht die wirkliche Lösung. Die wirkliche Lösung ist autofreie Städte. Ja. Also man muss sie wirklich schaffen. Ja. Kann ein getrennter Fahrradstreifen, der jetzt ein bisschen abseits der Fahrbahn ist, kann der nicht was Gutes bewirken, indem er eben Leute zum Fahrradfahren verführt, die sich sonst gar nicht trauen würden, Fahrrad zu fahren? Auf einer Überlandstrecke würde ich sagen, ja, in der Stadt ist es Unfug. In der Stadt ist es Unfug, weil du so viele Einfahrten und Kreuzungen hast. Ja, ja. Da musst du die Straße wirklich autofrei, du musst die Straße von Autos sperren. Das wäre die richtige ökologische Lösung. Ja. Und dann sagen, das dann sozusagen. Ja, ich habe es ja jetzt gesehen, hier am Prader. Das wäre auch gut für den Klimaschutz. Genau, ich habe es ja gesehen, hier diese riesige Straße da, der Hauptweg da am Prader Stern. Die Prader Hauptallee? Oder? Die Prader Hauptallee. Oder, meinst du, also im Grünen jetzt? Oder? Im Grünen, ja. Ja, die Prader. Wie viele Leute das nutzen? Ja, weil die autofrei ist. Ja, die ist autofrei. Und ich habe auch gesehen, dass Leute das benutzen, um auf der Strecke dann schnell irgendwo hin und wieder runter. Mhm. Sozusagen, dass sie das strategisch nutzen, weil sie da einfach fahren können, Und solche Straßen, da ist es auch kein Problem, da ist auch Platz genug. Also ein Radschnellweg, der muss mindestens 4 Meter Breite haben, dass du zu zweit in beide Richtungen fahren kannst und keine Autokreuzung. Also ich will mal ein paar schöne Ideen. In Holland gibt es den Hovenring, in Eindhoven. Es gibt 3 Ortsteile, die heißen alle Hoven am Ende. Und es gab eine Straße, die ist 4-spurig. Ja? Und man hat angefangen zu rechnen, wie können wir das schaffen, weil da auch ganz viele Radfahrer in alle Richtungen fahren. Dann haben sie mit Ampeln das gerechnet, geht gar nicht. Es gibt einen Stau ohne Ende, bis die Radfahrer alle durch sind und so weiter. Und dann die mathematische Lösung, die sie dann durchgesetzt haben, war, sie haben die Straße 2 Meter erniedrigt. Die Autos fahren runter. In der Mitte haben sie eine Säule. An der Säule haben sie einen Ring aufgehangen. Der Ring ist 4 Meter breit für die Radfahrer. Die Steigung zum Ring ist maximal 2%. Mhm. Das heißt, das ist so wenig, dass du mit normalem Fahrrad das gemütlich hochfahren kannst. Fängt dann relativ weit an und du kannst oben in alle Richtungen fahren, ohne mit dem Auto zu fahren. Das ist wirklich die Radfahrerebene getrennt von der Autoebene. Die Radfahrerebene hochgehoben, über die Kreuzung sozusagen, an einer Säule aufgehangen, das ganze Ding noch beleuchtet und so weiter. Und ja, du kommst aus allen Richtungen, da fahren 5000 Radler jeden Tag. Radfahrerkreisverkehr oben. Genau, Radfahrerkreisverkehr oben, ja. Das also nur mal als Idee für eine Lösung. Ich habe noch die Kreuzung in Ostwestfalen, habe ich noch nicht gefunden, wo das passen würde, aber das wäre sozusagen. Da fahren ganz viele Leute aus aller Welt hin, um sich das anzugucken, wie das funktioniert, weil das eine mögliche Lösung ist. Ja. In den Niederlanden gibt es meines Wissens auch eine Gemeinde, die jegliche Verkehrsschilder, Ampeln oder sonst was, Radwege, Straßen und Fußgängerwege abgeschafft haben. Es gibt jetzt im Prinzip nur einfach asphaltiert. Wie bitte, was gibt es? Ja, genau. Aber ich glaube, es ist ein Fairnessgebot dort. Also, ich glaube, man soll fair sein zum. Ja, würde ich auch. Ich meine, auch sowas gäbe es. Und bei denen sind die Unfälle zurückgegangen seitdem. Und man kommt jetzt schneller von A nach B dort. Egal, womit man unterwegs ist, ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto. Und an einer Stelle war eine Straße, da haben sie dann mitten rein einen Kinderspielplatz gebaut, so dass die Straße, das in Anführungszeichen Straße, um den Kinderspielplatz herum führt.
Das heißt also, der Ball auf dem Kinderspielplatz rollt in Anführungszeichen auf die Straße und es passiert nichts. Also sollte es kein Unfall seitdem passiert. Und da, das ist halt auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Sobald ich persönlich auf der Straße fahren muss, ist das Unfallrisiko für mich auch wesentlich geringer, als wenn ich auf dem Radweg bin. Weil nämlich die Autofahrer denken, ich bin da gerade auf der Straße, das ist mein Revier. Fahrradfahrer haben mir nichts zu suchen. Wenn es einen Radweg gibt. Wenn es keinen Radweg gibt, okay, dann ist das nicht deren Revier mehr, sondern die müssen es jetzt mit mir teilen. Ja. Und wenn ich jetzt auf einem Radweg bin, habe ich genau dasselbe. Die ganze Zeit kreuzen Fußgänger oder sonst was. Das ist, was sollen die auf, was machen die gerade in meinem Revier? Also es ist sogar bei mir so, dass ich dann denke... Also du findest sozial sozusagen diese reservierten Zonen... Richtig, genau. Das gehört alles durch. Ja. Weil ich fahre dort... Du kannst bewusst zu Fuß in der Mitte der Straße gehen. Ja, ehrlich zu sein, ja, in der Rilferstraße ist das beste Beispiel. Also ich gehe halt auf Seite, wenn ein Auto kommt, aber es kommt nicht so oft vor. Der Bus vielleicht noch und trotzdem, der Bus hupt jetzt nicht unbedingt. Ich habe mehrere Jahre in Brünn gelebt und dort haben die so ein Zentrum mit ohne Autos, mit ein bisschen so Straßenbahn oder sowas, aber es gibt sehr viele Orte ohne Autos und das war viel angenehmer als diese ganze... Ich meine, das Schlimmste ist in Amerika. In Amerika ist alles schlimmer mit Autos und Autoverkehr als hier. Das kann man nicht vergleichen, Los Angeles ist. Und ich denke mir jedes Mal, Leute, die gegen die, zum Beispiel die Umbau, die Umwandlung von Mariahilfer Straße sind, denke ich immer, Leute, wollt ihr Amerika hier haben, dass man nur mit dem Auto überall fährt und dann zur Arbeit 2 Stunden und zurück 2 Stunden und dann ist es einfach nur ein Wahnsinn. Das Problem ist, dass das Umdenken total schwer ist. Ne? Also nichts ist schwerer, als eigene Gewohnheiten zu ändern. Ja. Es gibt in Deutschland die Vorschrift, dass wenn das blaue Schild da steht mit dem Fahrrad drauf, muss man diesen Weg benutzen. Mhm. Wenn man dann auf der Fahrbahn fährt, muss man Strafe bezahlen. Ja? In Österreich ist es Gott sei Dank nicht so. Man darf es sich hier immer noch aussuchen. Okay. In Deutschland ist es so... Kommt auf den Weg an. Also es gibt das Schild in rund und in eckig. Und je nachdem, muss man es benutzen oder muss man es nicht benutzen. Ah, okay. Ja. Das sind explizite, getrennte Regeln. Also in Deutschland ist es so, dass 1998 die Straßenverkehrsordnung geändert wurde. Mhm. Da wurde aus dem blauen Schild, du kannst hier fahren, wurde, du musst hier fahren. Mit der Auflage, dass alle Kommunen jedes Schild zu prüfen hätten und innerhalb von 2 Jahren die Schilder entsprechend abbauen sollen. Das wurde nicht gemacht. Und deswegen wurde aus dem, du kannst hier fahren, du musst hier fahren. So, wenn man jetzt streitet vor Gericht, wir haben gerade einen Prozess gewonnen, der hat 2 Jahre gedauert, die müssen jetzt die Schilder abmontieren, aber die Leute fahren trotzdem vorher da, denn die Leute haben gar keine Wahrnehmung. Also bevor ich dieses System angefangen habe, bin ich gefahren, wie ich wollte. Straße oder Radweg, das war mir alles vollkommen egal. Ich bin gefahren, wie ich meinte, wie das so passt. Deswegen glaube ich auch, dass die richtige Lösung für den Verkehr ist, man muss Strukturen schaffen, wo du keine Schilder brauchst, wo es jeder intuitiv sich richtig verhält. Was er vorhin gesagt hat, wo alle... Ja, Shared Space ist eine Möglichkeit, aber du kannst auch Straßen bauen, wo es relativ klar ist. Wir haben aufgrund der vielen Unfälle, das habe ich noch nicht erzählt, haben wir einen Verkehrsversuch mit der Polizei dann gemacht. Wir haben eine Straße ausgesucht... In Gütersloh jetzt. In Gütersloh. Eine Straße ausgesucht, die jeden Monat 3 Unfälle hatte. Und auf dieser Straße haben wir folgenden Versuch gemacht. Wir haben Schilder aufstellen lassen, auf denen drauf stand, Radfahren auf der Fahrbahn ist erlaubt. Steht zwar in der Straßenverkehrsordnung, aber meistens wissen es ja die Autofahrer nicht, weil die denken ja, das Stückchen roter Bürgersteig wäre der Radweg. Obwohl da keine blauen Schilder waren, also man musste da nicht fahren. Und dann haben wir 44 Mal auf 2 Kilometer Strecke ein Fahrradsymbol auf die Fahrbahn gemalt. Und wir haben gezählt vor dem Versuch, während des Versuchs, nach dem Versuch und haben gehofft, die Radfahrer, die sind ja die Schlauen, wir sind ja Radfahrer, deswegen müssen die Schlauen die Radfahrer sein, die sehen jetzt diese Schilder, man darf auf der Fahrbahn, die fahren jetzt auf der Fahrbahn. Leider nicht, 10% ungefähr sind von dem schlechten, kaputten, nicht verpflichtenden Radweg auf die Fahrbahn gegangen, aber nicht mehr. Aber wir hatten 80% weniger Unfälle. Dann haben wir gerätselt, was ist da passiert. Ja, es war relativ klar. Die Autofahrer mussten 44 Mal über ein Fahrrad drüberfahren,
Die haben immer an Fahrrad und Fahrrad und Fahrrad gedacht. Und haben quasi dann, wenn sie rechts abgebiegen, haben sie geguckt, dann hatten ein Fahrrad im Kopf, um zu gucken. Das war so der Effekt. Das heißt, die Autofahrer haben schneller gelernt als die Radfahrer. Das große Problem ist wirklich, dass diese Angst, die gefühlte Angst auf der Fahrbahn, das, und das ist jetzt die Herausforderung, ist sozusagen, wie organisiert man den Lernprozess, dass die Leute das unbewusst mitmachen. Ja, dass sie sozusagen einen Umstieg mitmachen. Oder ja, in Bamberg haben sie die Fahrradwege zubetoniert. Ja, die haben Blumentöpfe draufgestellt, damit die aufhören, auf den Radwegen zu fahren. Haben das ganz groß auf die Fahrbahn und das gab einen Riesenprotest. Die Leute wollen weiter auf den Radwegen fahren. Okay. Ja, weil sie denken, ihnen wird ein Recht aufs Radfahren weggenommen. Genau. In Wirklichkeit bekommen sie ein Recht, auf der Straße zu fahren. Ja. Ja, ich sehe das auch bei Bekannten, die trauen sich wirklich gar nicht, auf der Straße zu fahren. Ja. Die steigen da ab und gingen dann auf dem Fußweg weiter, weil sie einfach Angst haben. Also es fehlt auch ein bisschen an der Mündigkeit des Fahrradfahrers. Also im Prinzip ist hier Aufklärung nötig. Wir haben früher im Parkschloss immer mit normalen Rad gefahren und dann haben wir E-Bikes gefahren. Mit E-Bikes der Unterschied ist, wir sind immer viel schneller gefahren, dadurch, dass den E-Bike lässt, das Dings. Und haben gemerkt, viel mehr gemerkt mit den schnelleren E-Bikes, wie radunfreundlich die Autofahrer waren und wie die sich gar nicht gekümmert haben oft. Und es war wirklich, es war wie Tag und Nacht. Und dann manchmal hat man sich, und dabei manchmal ist es so einfach, wie die kümmern sich nicht über den Radfahren und dann machen die komischste Wahnsinn. Ja. Besonders in einem Ort, wo viele Leute Wein trinken. Das ist dann schlimm. Bevor der Sven einschläft, Sven, da wir dich so selten zu Gast haben, magst du uns was Tolles erzählen, vielleicht vom Linux-Tag Graz oder was du sonst so getrieben hast in letzter Zeit, seit du das letzte Mal im Podcast warst? Eigentlich ist es recht unspannend, weil es keinen großen Unterschied zu dem gibt, was ich vorher gesagt habe. Es war ein guter Event, er ist einfach wunderbar gut abgelaufen. Alle haben darüber nachgedacht, was man kritisieren könnte und besser machen kann, aber es ist nicht gut. Ja, jedenfalls ein 2-Tage-Event, Freitag, Samstag, beginnt im Joanneum Graz, genau, FH, unweit des Hauptbahnhofes. Freitag sind die Workshops, Samstag sind die Vorträge. Vorträge... Waren vier parallel? Ja, und ich habe es auch gezählt, aber es gibt so einige Dutzend. Große Hörsäle auch, was ich gesehen habe jetzt. Ne? Große Hörsäle, ja, so mit 120 Sitzen oder so, glaube ich. Genau. Workshops gab es nicht ganz so viele natürlich, weil die ja länger dauern. Und ja, ich habe ein bisschen Wim gemacht und ich habe diesmal nicht ein Emacs Workshop mitmachen können, weil er genau parallel lief. Ich hätte das gerne mal wieder gemacht, genau, hatte Karl Voigt gemacht, der macht gute Sachen und lief dann parallel und ja, also hoffe ich sehr auf die Aufnahme, denn ja, der Michi Ebner aus Wien hat wieder aufgenommen, alles mögliche, auch 4 Sachen parallel mit einem riesen Equipment. Ich nenne ihn mittlerweile das unser Gedächtnis, denn ja, ohne den verpufft die Sache, nicht? Du musst da gewesen sein oder hast du es verpasst. Aber so kannst du es nachschauen auf YouTube, das ist schon eine super Sache. Ja, mit ihm bin ich hingefahren, Wohnmobil auch dort übernachtet, was ganz spannend war. Im Wohnmobil, ja, genau. Und direkt sozusagen an der Wand zum FH-Gebäude. Mhm. Also ich glaube, ich habe den kürzesten Weg gehabt mit ihm zusammen. Ja, es ist wundergut abgelaufen, Catering war da, die Stände alle, für die Stände habe ich wieder keine Zeit gefunden, kann ja so gar nicht so viel darüber sagen, habe aber doch mit einigen Leuten noch reden können, weil wir hatten ja dann Social Event noch ein bisschen mit den Leuten abends geredet und am Sonntag hatten wir einen Brunch zusammen. Gab es jetzt am Sonntag einen der traditionellen Graz-Brunch? Dann gab es einen Brunch, genau. Ja, und das bringt die Leute dann doch nochmal zusammen. Ja, ist wunderbar gut abgelaufen. Ich empfehle es jedem. Der Termin für nächstes Jahr steht schon fest. Ist dann nur um einen Tag verschoben natürlich, wie üblich das ja ist, am 27. und 28. April 2018. Leute, geht's hin. Ja, und demnächst, habt ihr schon gehabt, Linux-Wochen
Ja, ja, ne? Genau. Also Donnerstag, Freitag, Samstag am Technikum am Höchstädtplatz. Ich kann zum Linux-Tag Graz ergänzen, dass ich mir nur die Stände angeschaut habe und glaube ich eine kurz mal die Lightning Talk. Moment, da müssen wir in deine Richtung mal hier noch weiter. Und die Stände waren sehr schön, also es waren auf zwei Ebenen, die im oberen Stockwerk haben ein bisschen Pech gehabt, weil dort keine Vorträgssäle waren, sondern nur die Seminarräume, also die waren ein bisschen weit vom Schuss, aber die unteren Stände waren so ein bisschen getrennt in eher kommerzielle und eher Community-Stände und die haben wirklich Österreichs schönsten Linux-Game-Stand gemacht, den machen da glaube ich drei Leute mittlerweile zusammen, die tun sehr gute High-End-Computer aneinander rein auf Tischen und tun dann halt freies, also Spiele unter Linux herzeigen. Zum Teil freie Software, Zero AD und zum Teil auch nur irgendwelche kommerziellen Steam-Spiele, die halt unter Linux laufen. Aber sie haben da jetzt kein popeliges Equipment gehabt, sondern sehr, sehr starke Maschinen, zum Teil aus Privatbesitz, zum Teil von der vom FH Joningen, glaube ich. Und das halt auch vor Ort betreut. Und leider Meinung nach war viel zu wenig Publikum für diesen sehr guten Stand. Also da, ja, wahrscheinlich, weil das halt zu wenig noch im Grazer Bewusstsein drinnen ist, speziell bei Jugendlichen oder Kindern, die das interessieren könnte. Man hat da durchaus sehr fein gambeln können auf High-End-Maschinen, sehr gute Spiele. Und sie haben so mit einem Beamer haben so ein kleines Video in Endlosschleife gespielt, was halt Linux-Spiele zeigt. Und das haben wir gedacht, ich habe eh mit denen geredet, habe gefragt, wolltest du das nicht in einen Bus packen und österreichweit touren? Und sie haben gesagt, nein. Also sie wollten auch nicht nach Wien kommen mit ihrem Equipment. Also sie haben gesagt, das ist genug Arbeit, das in Graz aufzutreiben. Und ja. Und mich ärgert es insofern, weil ich selber ja oft gern so einen Stand machen würde, aber halt auch nicht meine High-End-Maschine hergeben will dafür, weil mir das einfach schon zu viel logistischer Aufwand ist. Und auch nicht einmal meine Arbeitslaptops mag ich dafür hergeben eigentlich. Und man muss ja dann doch die ganze Zeit bewachen und warten und aufbauen und alles. Am besten ist es dann, wenn man die Rechner in einen anderen Raum stellt als die Monitore und Tastaturen. Ja, aber selbst dann brauchst du jemanden vor Ort, der aufpasst, dass da keiner Eiscreme jetzt auf die Tastatur schmiert oder einfach die mitnimmt. Oder du kannst einfach eine von den billigen Tastaturen, diese Virtually Indestructible Keyboards benutzen. Ja. Auf den kann man aber nicht spielen. Ja, und du weißt schon, dass zusammen nicht nur Erwachsene dürfen dann spielen, auch Kinder. Virtually Indestructible. Naja, eine Schere geht. Das kennst du, wie, ist seine Marke. Es heißt Virtually Indestructible Keyboard. Das heißt, aber es sind einfach diese Silikone, dass man kann alles drauf leeren. Die sind aus Silikon. Sabbersicher. Die sind komplett sabbersicher. Man kann die waschen. Man kann die einfach ins Geschirrspüler tun, glaube ich. Es gibt auch sogenannte Kondome für Tastaturen. Ein Arbeitskollege meines Vaters hat geraucht und Kaffee getrunken und die Tastatur wurde dann wirklich einmal täglich Kondom abgezogen von der Tastatur. Mhm. Wir waren so richtig, wirklich für diese eine Tastatur und dann einmal abgewaschen und wieder draufgesetzt, weil vorher die Tastatur irgendwas richtig versifft war. Also, es ist auf jeden Fall praktisch, wenn man sowas hat bei so einem Festival. Ja, ich habe ein waschbares Logitech Washable Keyboard zu Hause. Lasst mich euch kurz vom Tastaturnörden abbringen. Ich kann nämlich in eigener Werbung sagen, in eigener Sache, ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe mit dem Franz Kratzer von der FSFE vor circa 2 oder 3 Jahren ein riesiges A0-Plakat gemacht über freie Spiele. Das haben wir dann auf Messen aufgehängt in Wien. Das waren so typische Wiener Linux-Messen mit sehr wenig Besuchern. Und dann irgendwie ist das Plakat zur FSFE gewandert und die haben es dann den Grazern geschenkt. Und jetzt habe ich in Graz mein Plakat gesehen, was auf diesem super Spielestand war. Dieses super A0-Plakat, wo man halt sehr, der Franz ist ein Designer, also das sehr liebevoll designt, also lauter Screenshots von wirklich freien Spielen und drunter war mein Pinguin. Und ich habe gedacht, haha. Ja. Sehr gut. Also, du warst ja sogar im Rathaus bei den. Essen Sie nochmal? Game City. Ja, Game City. Vielleicht da haben wir es für dort auch einmal gemacht. Ja, das kann da kann sein. Ich mich noch dran erinnern. Aber Fazit ist, wenn man etwas Gutes für freie Software tut, lebt das dann weiter. Ja. Du bist der Netwatcher. Der Netwatcher. Magst du? Du warst noch nie in unserem Podcast. Nein, aber jemals bei mir, das ist schon eine Weile her.
Ich wollte gerade nachschauen, sagt ja, es gibt Indifferenzen mit den Mikros. Jetzt hätte ich auch das Datum nennen können. Bist du im Flugmodus mit deinem Handy? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht ins Flugmodus, weil ich bin im Dienst. Achso, dann liegt die da hinten auf den anderen Tisch. Wir kennen das Problem. Ja, das macht so ein Didit. Das ist ein. Kannst du trotzdem von dir kurz erzählen und von deinen Podcasts, die du machst und einen Podcast mache ich nicht, sondern mein Name ist Manfred Kötschig, weil wir hören uns ja nur und wir sehen uns ja jetzt nicht für alle, die das jetzt hören. Ja. Das heißt, wissen, wer ich bin. Ja, ich mache komme eigentlich aus der Ecke der Quintessenz. Okay, ja. Hab die Big Brother Awards mit organisiert. Okay. Also viele Jahre im Orga-Team und dann habe ich die Sendereihe Netzpolitik Netwatcher begonnen, das war 2005. Und seit 12 Jahren mache ich als einer der ersten hier in Österreich Netzpolitik und er. Und einmal war heute auch der Biertaucher Podcast bei mir zu Gast. Da warst du nicht dabei, war ein Kollege von dir dort. War der Gregor wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Weil dem gehört, glaube ich, die Domain spielend programmieren. Nein, die gehört mir. Die gehört dir, okay. Aber er verwaltet sie für mich. Das kann sein. Er ist mein Admin. Aber okay. Das war kurz so um irgendwelche Linux-Wochen. Ja. Und dann haben wir das bei mir im Studio gemacht, also bei Radio Orange. Radio Orange. Ja, wir haben ja die Kontaktdaten da getauscht, das ja. Kann man das ja dann in die. Genau. Dann müsste doch ich gewesen sein. Ja, da können wir jetzt. Wahrscheinlich haben wir alle beide senile Bettflucht gehabt und haben uns zufällig im Studio getroffen. Und du machst jetzt seit 12 Jahren einen Podcast, oder? Das ist richtig? Einen Podcast, ich mache Radio. Du machst eine richtige Radiosendung. Ja, genau. Okay. Hardcore. Wird über die Luft gesendet? Ja, und über Internet. Und über Internet. Okay. Lange bevor es, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn ich sage, netzpolitik.org hat es noch lange nicht gegeben, hab ich das mit damals begonnen, weil die Geschichte war so, es gab ja die alte Future Zone, das war sozusagen die E-Zinne und damals war der Chefredakteur der Erich Möschel und der hat sich damals 10 Leute rausgesucht, das waren Ende der 90er Jahre. Und denen hat er eigentlich den Spirit of Netzpolitik beigebracht. Er sagt, Leitung, das ist jetzt alle technikaffin, aber auch keine Journalisten. Und da war auch gerade dieser Newsletter von damals, dieses die Quintessenz.org war ja lange Zeit ein Satiremagazin und hat also für Datenschutzverletzungen den Plumbo verliehen. Plumbo. Also wenn sich Leute über andere drüber gestellt haben und sich um Datenschutz oder Privatsphäre. Das war noch lange vor dem Big Brother. Genau. Okay, ja. Also, und die Seite ist auch einer der wenigen Online-Seiten in Österreich, die es geschafft haben, in die Nationalbibliothek für immer archiviert zu werden. Seit sie Geschichte. So ist es, genau. und aus daraus haben sich dann so, was eine 10 Leute ergeben, die heute überall irgendwo in einer Redaktion sitzen und dort Netzpolitik machen. Also quer durch alle Medien. Also hat den Samen gesät und ich mache halt seit 12 Jahren Netzpolitik. Nicht nur, also ich mache noch viele andere Dinge. Okay. Und hast du eine treue Hörergruppe, die dir Kuchen schenkt regelmäßig? Ich hab treue Hörer. Das merke ich aber immer nur dann, wenn es sehr kontroversielle Themen ist. Ich möchte halt einmal gesagt, wenn sie die Leute nicht eher aufregen, sondern österreichische Mentalität, dann sind sie zufrieden. Aber ich programmiere jede Woche, also mache das jetzt wirklich seit 12 Jahren jede Woche, egal ob ich in Österreich war oder irgendwo, habe ich das immer noch geschafft. Am Anfang habe ich mit 14 Leuten angefangen, waren auch einige Frauen dabei. Und jetzt mache ich es schon seit vielen Jahren alleine. Der Kurt Kramlich war mal bei mir, wir haben Skola Linux besprochen. Haben auch ein schönes Video gemacht und da hat eigentlich meine zweite Leidenschaft begonnen. Also nicht nur die ganzen tontechnischen Dinge, sondern ich habe dann sozusagen mit Videojournalismus begonnen. Und lustigerweise, weil ich ja gerade vorher von Radwegen gesprochen habe, ich arbeite ja schon seit 4 Jahren hauptberuflich als Videojournalist,
Also das Radio Orange-Geschichte, davon kann man nicht leben. Das ist eher Leidenschaft. Also für die Nicht-Wienerhörer, Radio Orange ist ein freier Radiosender. Genau. Und lustigerweise ist aber die Sendung, die ich jede Woche mache, auf über ein Dutzend Radiosender, also freie Radios, jede Woche zu hören und auch in Deutschland. Also wenn das die Kollegen glaub, in Halle hören, glaube ich, dann grüße ich die jetzt mal. Schön. Ne? Also weil die sind toll. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele sind. Vielleicht sind es auch nur so viele, dass ich sie jeden Tag begrüßen könnte. Aber nein, ich kriege schon ab und zu Post, vor allem gerade in letzter Zeit, wo wir so viele Sachen über Fake News, über Hasspostings und über Pro- und Contra-Leute. Also gerade wenn so Leute, die auch mit der rechten Szene zu tun haben, da gibt es halt dann schon auch auf der anderen Seite irgendwelche Leute, die das nicht gut finden, oder mit denen redet man nicht. Das hat ein Thema, mit dem ich auch hauptberuflich damit konfrontiert bin, wie gehe ich also mit Dingen um, wo ich vielleicht selber eine andere Meinung habe, aber als Journalist muss ich das ausblenden. Und ich folge immer dem Grundprinzip Check, Recheck und wie sagt man so schön, man muss ja nichts featuren, man muss nur einfach geradeaus berichten. Und dann die Leute, die auf solche Art Journalismus Wert legen, die kannst du auch damit abholen. Und weil ich jetzt gerade euch zugehört habe über Radwege, also mein morgiger Einsatz ist auch der Grund, warum ich so spät komme, weil mein Dienst hätte schon um 18 Uhr geändert. Ich bin also aktuell in einem 24-Stunden-Rad drinnen und bin sozusagen im aktuellen Dienst tätig für die größten Zeitungen und Fernsehstationen und produziere quasi nachher. Also jetzt sich gerade einer von der Decke stürzt oder mit dem Auto gegen, weiß ich nicht, ein paar Leute niedermäht, dann habe ich gerade nichts zu tun. Mag sich jetzt ein bisschen böse an, aber News, Bad News, auch Good News. Und morgen in der Früh geht es um 7 Uhr los und du darfst raten, was das Thema ist. 300 Liter Biertaucher-Podcast, besser wie nie zuvor. Ja, das sowieso. Nein, aber was könnte morgen um 7 Uhr meine Nachricht an die Redaktionen sein? Und ich habe schon einen Tipp gegeben, habe schon gespoilert. Genau, morgen nämlich um 7 Uhr wird nämlich auf der Zweierlinie der erste Radweg, Schnellradweg, wie habt ihr das genannt? Ja, Radschnellweg. Radschnellweg gebaut. Okay. Ja. Und ich werde dort mit der Fernsehkamera stehen und werde das filmen. Stellst du dann Fragen wie, Sie wissen, dass Kurt Kramlich im Bildhocher Podcast 303 gesagt hat? Das werde ich versuchen. Aber ich glaube, an der Kreuzung... Sie senken Ihre Lebenswahrscheinlichkeit dadurch, dass Sie denken. Möglich, aber es ist ein Radschnellweg. Das heißt, der ist dann auch abgezäunt, so dass wirklich nicht die... Das kann ich dann nicht sagen, aber die Frage versuche ich ja morgen für die größten Tageszeitungen zu klären. Aber du kannst ja morgen auf diverse Zeitungen schauen. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Dass du freier Journalist bist und für verschiedene Medienhäuser arbeitest. Ich arbeite für eine Agentur und die sind sozusagen externe, die für eine U-Bahn-Zeitung oder für eine Zeitung im 19. Machen Beiträge. Wenn man deine Netzpolitik-Sendungen hören will, was ist der einfachste Weg, sie zu hören? Wenn mein Server wieder geht, Netwatcher hat oder .org.de oder was auch immer. Der Sven hat ja eine Zeit lang auch aktiv mitgearbeitet, weil wir ja so ein bisschen deutschen Input haben wollten. Aber ich würde einfach auf www.o94.at gehen und dort einfach Netwatcher. Oder einfach Freitag, das ist seit 10 Jahren, glaube ich, die gleiche Sendezeit, zwischen 13 und 14 Uhr schauen. Und du kannst alle Sendungen vom ersten Tag nachhören. Auf Radio Orange. Genau. Es gibt einen Medienserver. Also Radio Orange darf nicht so wie ORF nur 7 Tage die Sendung vorhalten, sondern wie ein Podcast. Das hat eigentlich mit dem ORF gar nichts zu tun, weil diese 7-Tage-Regelung gibt es nur deshalb, weil sich die, ähnlich wie in Deutschland, die Zeitungen, die Herausgeber mit den Fernsehstationen nicht einigen. Es gibt aber in der Zwischenzeit eine Konvergenz der Medien, das heißt, die Zeitungen machen ja Bewegtbild, was ja die Fernsehsender stört, und die Fernsehsender wollen online machen. Und da gibt es ja auch in Deutschland so der Konflikt zwischen den Herausgebern
und den Fernsehstationen und dann dem Staatsrundfunkgesetz, wäre das richtig? Vertrag, genau. Wo das ja von Bundesland zu Bundesland ja unterschiedlich geregelt ist, aber da gibt es auch schon, und da weiß man auch noch nicht, was, weil auch da gibt es die 7-Tage-Regel, daher kommt das. Aber was war jetzt die Frage? Das ist ein öffentlich-rechtliches. Ja, und die freien Radios sind ja sozusagen die dritte Mediensäule hier in Österreich. Ja, es gibt den öffentlich-rechtlichen Bereich, es gibt den privaten, kommerziellen Bereich. Und die freien Radios oder die Bürgersender gehören quasi zum privaten, nicht kommerziellen Bereich. Ja? Wobei das privat, nicht kommerziell kann man in verschiedene Dinge auslegen. Aber alles ist von einer Lizenz abhängig, das heißt von der Rundfunkbehörde. Und wenn die das erteilt, dann kannst du terrestrisch übertragen. Wobei ich ja der Meinung bin, es wird ja bald wahrscheinlich die ganzen Geschichten auf online verschmelzen. Die ersten Autoradios, ich habe schon einen solchen gesehen und bedient, der im Prinzip auf einem Android-Plattform läuft und da willst du einfach nichts mehr Terrestrisches haben. Es ist immer noch terrestrisch halt, nur dann nicht broadcasten. Es gibt eine App drauf, die terrestrisch eben abgreifen kann, aber wenn du zum Beispiel diesen Amazon-Stick dir kaufst und da die Radio-Apps, da verschwindet das, da verschmilzt das. Ja? Also ich glaube auch, dass das, wie nennt man das, das Fernsehen, also das lineare Fernsehen und das Radio, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert als Produzent, ja? Oder als Herausgeber. Weil die nächste Generation, also die jetzt noch unter 30 sind, die hören weder Radio und die schauen weder Dings. Da gibt es eher diverse Social-Media-Kanäle oder eben YouTube oder Snapchat oder wie die alle heißen. Und da sind die alle unterwegs. Das habe ich gestern erst die Erfahrung gemacht. Meine Eltern haben mich angeschrieben, mach schnell einen Fernseher, Dreisat an, da kommt gerade Phil Collins. Und meine Worte dazu waren, ich habe keinen Fernseher. Ja, ja. Also ich hab ja jetzt im Jänner bei einer neuen Firma, wo ich eben jetzt gerade diesen Videopool, wie man das so nennt, das kommt ja aus Amerika, wo ich da arbeite. Und nach kurzer Einarbeitungszeit habe ich einen Praktikanten bekommen, den habe ich die Ehre gehabt, sozusagen meine Erfahrungen weiterzugeben, und wir haben zusammen ihn so weit fit gemacht, dass er denselben Job machen kann. Das Spannende ist, wenn wir nach einem fertigen Drehtag zu Ende gedreht haben, aber am nächsten Tag, weil ja, du musst ja dann schauen, sind deine Beiträge von den Medienpartnern genommen worden, was hat die Konkurrenz gemacht, weil als Profi wirst du an der Qualität, an den Beiträgen, an den Bildern, an der Bildsprache, an der Dramaturgie gemessen. Also gerade bei Nachrichten ist das der Fall. Und wenn dann unsere Beiträge nicht genommen wurden, weil wir sind ja im Wettbewerb mit anderen Agenturen, die auch Bildmaterial, Bewegtbild liefern, habe ich immer öfters zu meinem Praktikanten gesagt, ob er im Fernsehen geschaut hat, auf diversen Privatkanälen oder Dings. Und er sagt, ich schaue nicht Fernsehen. Das ist natürlich blöd, wenn man gerade für das lineare Fernsehen Nachrichtenbeiträge macht und hat eigentlich mit der Welt gar nicht wirklich Berührung. Aber ist jetzt auch nicht meine Geschichte. Also falls ihr das jemals hört, ich bin ja sehr stolz, was er in guter Zeit geschafft hat, und er macht gute Beiträge. Das ist aber ein Phänomen, das ich auch kenne. Ich komme aus dem Mobilfunksektor und die meisten Kollegen, die im Mobilfunksektor arbeiten, haben selber gar kein Smartphone. Zum Teil nicht mal ein Mobiltelefon. Die sind wirklich komplett noch. Die haben noch ein Leben. Ja. Meine Herren, darf ich noch mal ein Schlusswort bitten? Habt ihr das einmal schon mitgenommen? Schlusswort? Ja, also ein Schlusswort. Sagt jeder irgendwas. Was ich mache, dir messen. Schön war's. Okay. Also ich kenne den Podcast Bierbacher Podcast schon ziemlich lange. Ah, wir haben einen Hörer. Ach so, ich bin ein Hörer. Das ist jetzt zu viel verlangt. Ich habe also kein Hörer. Ich habe ab und zu reingehört.
Aber wenn du in der Netzpolitik und in der digitalen Welle unterwegs bist, musst du natürlich wissen, was abgeht. Es war nie meine Absicht, Teil einmal einer Sendung sein. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Sehr gut. Gut, ein Wort aus Gütersloh zum Abschluss. Ja, ich würde euch ans Herz legen, wirklich in eurem Leben das zur Priorität zu erheben, was euch nicht mehr verlassen wird, das ist nämlich der Klimawandel. Und ihr solltet bei jeder Entscheidung, ob ihr was kauft oder nicht kauft, ob ihr ein Flugzeug benutzt oder nicht, euch bewusst damit umzugehen, weil jedes CO2, was ihr ausstoßt oder wo ihr für verantwortlich seid, ob individuell oder politisch oder gesellschaftlich, nimmt den zukünftigen Generationen Lebenschancen weg. Und wir sind jetzt ganz konkret, sage ich mal, Fluchtursachen, Klimawandel. Wir stehen vor gewaltigen Veränderungen in der Gesellschaft, die deshalb kommen, weil wir eben hier in unserer Industrienation damit geaßt haben, ohne Ende. Und das muss Schluss sein. Damit muss Schluss sein. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch dafür einsetzt, sozusagen, und das auch weiter verbreitet. Und es gibt Lösungen dafür. Und wir haben jetzt noch die Chance, das relativ schnell und auch relativ preiswert hinzukriegen. Aber mit jedem Tag, mit dem wir warten, wird es teurer. Und ich kann nur sagen, für ihr Österreicher, nehmt euch mal das Ziel vor, 2030, spätestens 2040 keine fossilen Energiebrennstoffe mehr zu nutzen. Dann wisst ihr, wie riesig die Aufgabe ist. Und, also da wäre mir wichtig, wenn ihr diesen Impuls weitergebt, sozusagen, haut da rein, es werden alle gebraucht, da mitzumachen. Brauchst nicht zu drehen, diese Knatter am Mikro dran. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, was nicht gesagt wurde, außer geh nicht zu einer Musikschule, der ein besser Preis fragt. Ich möchte mich dem Kurt anschließen, würde ich aufgreifen. Ja, ich bin jetzt auch richtig. Das ist ja gut. Und ich werfe noch, werf noch ein Hacker-Event für nächstes Jahr ins Rennen, nachdem der Easter Hack heuer in Mülheim am Rhein sehr nett war, werde ich mich auch wieder zum nächsten Easter Hack bewegen, und der wird 2018 wieder zu Ostern, Easter Hack, in Würzburg stattfinden. Und du wirst nicht hinfliegen? Nein, ich werde nicht hinfliegen, ich werde mit dem Zug hinfahren und ich werde mit dem Rad heimfahren. Es gibt auch die nächsten internationalen Passivhaustage, die stehen auch schon fest, die werden im März nächsten Jahres in München sein. Also auch nicht so weit von euch weg, und vielleicht könnt ihr noch ein paar Architekten dazu motivieren, sich da endlich schlau zu machen, wie man richtig baut. Herr Kukes, ein Schlusswort bitte. Schön was. Ja, das habe ich schon gesagt. Okay, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, 19:30 Uhr. Ciao, ciao.